Moin! Leute, dann machen wir wieder einen Stream hier. Heute Mario Odyssey. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt mal Odyssey gespielt habe. Auf jeden Fall ist es 100 Jahre her. Deswegen machen wir es heute. Guten Tag hier erstmal. Moin! Grüßt euch. Und der Stream, der war eigentlich gar nicht geplant. Eigentlich hatte ich keine Zeit, dann habe ich jetzt doch Zeit gehabt. Und der reale Stream für diese Woche ist am Freitag, und zwar Boost Simulator, aber... Heute spielen wir ein bisschen Mario Odyssey. So, moin an Sarah, Dominik, Tonik, Lutendo, The Killer, Lübi, Lull. Bist du neu? Die kenne ich gar nicht vom Namen. Mimi, hallo, Lisa, moin. Oh, Lisa, hi, hallo. Rachel, moin, Dominik, Lutendo, Luigi Man, grüßt euch. Moin. Maxi TT, moin, brauch einen anderen Namen. Ja, nenn dich Pius Fan der Fünfte. Ja, ich denke, das ist ein guter Name. Hallo Angela, hallo Gamer Toad, moin, bin nicht neu. Auf jeden Fall, deinen Namen kenne ich jetzt so nicht. Glör kenne ich aber, grüß dich. Ja, Leute, das Spiel habe ich vor Ewigkeiten zuletzt gespielt und heute ist es soweit. Yeah. Neues Spiel, ja. No Death Run, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ja. Oh, das ist ziemlich weiß. Juice, hallo Alex. Ungefähr. Mach versus. Ach, VR. Ich habe keine Brille, ich habe nur diese Google-Brille. Hallo Dennis. Und Alina, mir geht's gut. Hi. Oh, die Musik ist voll laut. Viel zu laut, Jalis. Und Skills John, moin. Eiergott, hallo. Karen, moin. Moin, Leute, lasst alle Like da. Und abonnieren Sie mich. Uiuiui. So. Was denkst du, bis welche Welt du es schaffst? Boah. Bisher habe ich ja immer im Forstland gefällt. Deswegen ist es heute mein Ziel, weiter als bis zum Forstland zu kommen. Mal gucken, ob wir das schaffen oder nicht. Piu, schaffst du eh nicht. Ja, Luca, ja. Und hallo, Toda. Ja, Leute, der krasse Stream wird auch am Freitag. Bus zum NATO, Leute, ist ja ganz klar. Aber erstmal ein bisschen Mario Odyssey. Wie immer, Like Guy. Ja, Dominik, kennt sich doch. Du bist besser als Nintendo. Oha. Das ist krass. Hallo, Luca. Noch ein Luca. 520 Lukas heute am Start hier. Ja. Du machst mir das relativ einfach. Kann einfach die Titel kopieren. Ja. Copy und Paste. Ja. Der Titel lügt. Ich hoffe es. So. Skill oder Fail? Schreibt Apple was must. Was? Skill oder Fail? Schreibt Apple was must. Okay. Eiergott! Ja moin! Geht ja gleich gut. Oh, das muss ich ja gar nicht. Ist ja kein Speedrun. Selbst da wäre es unnötig. Eiergott, Dankeschön. Haut der gleich erstmal 2 Euro raus. Ich kann es hier kaum noch lesen, ey. Dankeschön. Kommt die Einblendung heute noch oder erst morgen? Hallo? Einblendung? Hallo? Ah, yeah. Viel was? Glück. Achso, passt. Ich habe gerade so einen Updance-Toad erwartet, aber der kommt nur, wenn man VIP wird. Dankeschön. Gebt den gerne mal ein paar Herzen, Leute, im Chat hier. Dankeschön. Ja. Du hast in Dead. Okay. Ah, ja. Heute, Leute, witzige Story. Na? Das heißt witzig. Ich habe heute in Deutsch geguckt. Wie man, wir haben so Gedichte. Was war das jetzt? Ah, Mappy, irgendwas, danke fürs Abonnieren. Ja, ich habe heute ein bisschen Deutsch geguckt, was wir so, was glaube ich eigentlich? Wir hatten heute Deutsch, Gedichte. Und da habe ich geguckt, weil ich zu doof bin, für alles, habe geguckt, wie man Appell schreibt. Ne? Appell kennt man, ne? Ja. Und habe ich Appell angegeben mit Doppel-P. Und da wurde mir bei Google vorgeschlagen, meins für Apple. Die Leute geben also ernsthaft Apple, Appell ein mit EL statt LI, um auf Apple zu kommen. Nice. So viel schreiben können also die Apple-Kunden. Ja.
So, hallo. Du hast in der Kat. Was willst du von mir, Karin? Ich habe im Vorstand gefällt, das weiß ich ganz genau. Und zwar diesen Kotzgegner. Ich hasse ihn bis heute. Da habe ich gefällt. Und das war blöd. Als ob du Apple googeln. Ah ja, Pell halt einfach. Ich war mir nicht sicher, ob man was mit Doppel-P schreibt. Hallo, ich bin 11. Klasse. Warum kann man hier keiner tot schreiben? Ja, jetzt schreibst du tot. Ich wusste auch nicht, wie man deshalb schreibt. Dachte, man braucht zwei S. Deshalb mit Doppel-S? What? Junge! Was mit Speichern? Weiß ich gar nicht. Schreibt's in den Chat. Soll ich mit Speichern machen oder ohne? Ich kenne eh schon die Antwort. Gamer tot, schreit doch nicht so. Genau, Lisa hat recht. Man schreibt's Apfel, ja genau. Ja, Deutsch ist immer so ein bisschen kritisch. Ja. Hi, hallo Galaxy 2.0. Wann ist 3.0? Jetzt nehme mal Pizza essen. Oh, Junge. Ich will auch eine Pizza. Pizza ist geil. Was für eine Pizza? Ohne Speichern. Speichern oder nicht speichern? Schreibt für Speichern ja, für nicht speichern nein in den Chat. Ja. Mountainbike, hallo. So, Mario. Achso, wir können das skippen, ne? Profi. So, hier ist erstmal alles. Ah ja. Alles ganz entspannt. Nö, nicht speichern. Nein, ohne, ja, nein, mit, ohne, nein, sehr, sehr ohne, sehr gleich, würde ich sagen. Ausgeglichen, so heißt das. Sprachenlernen-Bubble. Nicht speichern wollen, Pius Alomeo, grüß dich. Ich spreche jetzt Todisch. To heißt ja Art, heißt nein. Ah ja, ah ja. Also ja, okay. Hutland, Geldgumma nimmt Schaden. Ja, das wär's doch, ne? Oh nein. Oh, ich hab das Spiel gefühlt ein halbes Jahr nicht gespielt. Also. Aufpassen. Bruder! Hinter mir ist die Tür. Ich bin jetzt. Nicht. Ich lese die Nachricht. Ich lese die Nachricht vor. Denk mir so. Hahaha. Oh, was passiert jetzt? Ich lese die Nachricht vor. Denk mir so, Bruder. Niemals. Niemals. Wird nicht passieren. 3 Sekunden später. 3 Sekunden später. Sterbe ich durch einen Geldgumba. Das war's komplett. Aber sowas von. Deinstallier dich. Ja. Lern du erstmal schreiben, Alter. Da sehen wir uns weiter. Sehen wir uns wieder. Ja, nee, nee, nee. Kann ich hier irgendwie raus? Wir müssen ja nochmal hier wieder, ne? Ja. Ja, das war's mal wieder hier, ne? Komplett. Geil, geil. Läuft wieder richtig gut. Absolut mit. Ja, hallo. Mann. Ich hab jetzt schon wieder genug hier, ne? Oh Mann. Rappi, hallo, grüß dich. Hey, hey, hallo. Und hallo auch an Tim G oder G 12. Hallo. So, aber jetzt skippt man das hier, ist ja ganz klar. Nochmal nicht. Betrug, Betrug, ja. Alles Beschiss hier, ey. Das ahnst du gar nicht. Willst du was abhaben von der Pizza? Ja, gerne. Pizza geht immer. So, Leute. Kein Schaden in Mario Odyssey Superstar. Oh, Junge, das ist Next Level hier. So, grüß dich, Mario. Next Try. Ich schreibe morgen für Chemie. Ich freue mich schon. Aber ohne Witz, wie ist es bei euch? Was mögt ihr mehr? Physik oder Chemie? Bei mir ist es eigentlich eher so, wenn ich mir die Themen mal so angucke, denke ich mir mal so, ja, Physik, ne? Das ist ja verständlicher, ne? Logischer, ne? Weil Physik, ne? Chemie siehst du ja in der Regel nicht. Also irgendwelche Atome und sonst was, das siehst du ja nicht. Also es ist ja von der Realität weiter entfernt. Trotzdem kann ich Chemie einfach mehr, obwohl ich eigentlich mehr. Ich mag Physik eigentlich mehr. Aber Chemie liegt mir, kann ich besser. Ich weiß es nicht. Vor allem hatte ich da immer denselben Lehrer. Also bis jetzt zur 11. halt.
Und deswegen, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Beides gleich scheiße. Ja, gut. Und Bio, also, ich mag ja alle drei nicht so gerne. Also, ich bin nicht so der Naturwissenschaftler oder sonst was. Welche Fächer mag ich überhaupt? Ich mag PGW. Also, so Politik und sowas, ne? Da muss ich nicht los, aber das ist immer gut. Deswegen habe ich nächstes Jahr auch eine Klasse, weil man kann bei mir in der Schule Klassen wählen und da habe ich eine Klasse genommen, wo ich nächstes Jahr PGW, also Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. So ist das. So, hallo. So, wunderbar. Na, ja, also heute habe ich es auch richtig, ne? VGA-Player, moin. Kommt noch der HDMI-Player heute? Wir wissen es nicht. Ja. Oh, ich bin so gut, ne? Achso, ich kann ins Wasser gehen. Ich bin so raus in diesem Spiel, ne? Hilfe. Oh, Gottchen. So ist man raus hier. Physik ist besser. Ja, ich kann Chemie irgendwie mehr. Deswegen habe ich für morgen keine große Angst. Wird schon. Ist auch viel mit Rechnen irgendwie. Und obwohl ich kein Mathe kann, läuft das. Mathe ist das beste Fach. Sag ich gerade. Nee, 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 nee. Gehen wir weg mit Mathe. Da habe ich noch Hausaufgaben bis Mittwoch. Ich freue mich schon. So 50 Seiten hat er uns aufgegeben. Original. Ja, okay, sind nur 4. Ich frage sie so, welche Aufgaben bei Aufgabe 4? Bei den 4 Seiten? Jo, alles, ne? Ah ja. Jo, das ist ja auch. Jo, geil, ne? Geiler Scheiß. Zocker Nintendo. Moin. Und Kramo MC. Hallo. So, laber mich voll hier, ihr blöden Gegner. Alles gut bei euch? Ja, klar, Junge. Okay. Ja, der ist easy. Also, wenn ich hier sterbe, ne? Dann muss ich los. Der ist easy. Yeah. Easy Game. Also, Forstland ist Minimum, ne? Forstland Minimum. Kann jetzt mal. Oh. Ich bin Profi in Odyssey. Wer Blöds zusieht, der lacht mich wieder aus. Okay, der war ja. Wenn du noch einmal verkackst, gehe ich. Oh, Louis. Oh, das ist eine Ansage, ne? Shelly TT, hallo. Deutsch ist bestes Fach. Mirko, bis du in die Oberstufe kommst. Deutsch war bisher auch immer ein Fach, wo ich mir dachte, ja, das ist geil. Aber jetzt in der 11. denke ich mir so, oh, da muss ich los. Weil inzwischen ist bei mir Deutsch gemischt mit Geschichte. Und ich mag eigentlich Geschichte, aber so eine Mischung aus beiden. Also du musst auswendig lernen, so ein bisschen zumindest. Und dennoch das normale Deutsch. Also Gedichte mag ich ja so schon nicht. Gedichte analysieren und dann noch Geschichte. Also du musst ja die Gedichte auf die damalige Zeit einschätzen, verstehen. Das beides in der Mischung Geschichte, also ja, 16. Jahrhundert und sowas. Ja. Die ganzen Epochen, was gibt's da alles? Drama, Sturm und Drang. Nee, Sturm und Drang. Ach, da geht schon wieder los, ne? Wenn das meine Deutschlern hört, ey, die bringt mich um. Grüße gehen raus. Zum Glück gucken die nicht so auf YouTube. Hallo, meine Englischlern, hallo. Für den Englisch, okay. Ja, Englisch ist. Ich bin zwar auch nicht so Profi da drin, ne? Aber das ist. Ich habe da eine sehr gute Lehrerin, also ich mag sie und deswegen. Da machen wir gerade Film analysieren und das finde ich mal sowas von sick eigentlich. Film analysieren, welche Kamerapositionen und sowas, das finde ich voll interessant eigentlich. Das ist mal so ein Englisch-Thema, wo ich denke, ja, kann man sich mal gönnen. Bubble, genau. Das Thema Gedichte ist generell das Böse. Oh ja. Hype auf Super Mario Maker 2, na klar, das werden wir gemeinsam mit euch hier spielen und natürlich eure Level spielen. Ganz klar. Eure Level immer optimal. Ich habe nicht beim ersten Gegner verkackt. Ich auch nicht. Hast du einen Discord-Server? Ja, habe ich. Discord-Server-Link, Twitter-Link, Instagram-Link, alles in der Beschreibung vom Stream. Da könnt ihr mir gerne auf Twitter und Instagram folgen für krasse Toad-Bilder und sonstige Bilder. Alles in der Beschreibung. Lieber Luca, hallo erstmal an dich. Englisch ist okay, ja, sehe ich auch so. Hi, wie geht's? Hallo, GB, Logs oder so? Hi, willkommen. So,
Bei uns an der Schule war heute ein Englischtheater. Ui. Okay. Hast du selber nicht mitgemacht, ne? Aber hast es gesehen und so. Ich habe mal bei einem Theaterstück in der Schule mitgespielt. Da habe ich als Luigi gespielt. Das war voll lustig. Da habe ich mich als Luigi verkleidet. Das war meine Rolle. Aber ich habe ich. Was war denn? Ich hatte da so eine Luigi-Mütze auf und so. Doch, doch. Das war lustig. Das war lustig. Hinterher war ich als Luigi in der Schule bekannt und dann hinterher als Toad. Hallo, Pius! So, ich bin jetzt gerade ein bisschen planlos hier. Das ist hier wie ein Blind-Abenteuer für mich, lul. Ah ja, hier ist auf jeden Fall der Dino. Hallo, grüß dich. Mit dir kann ich doch bestimmt irgendwas Schönes machen. Bei uns an der Schule. Okay, das habe ich schon gelesen. Ich starte jetzt die Challenge auch. Mal gucken, wie weit ich komme. Bin gespannt. Ja, viel Glück auf jeden Fall, ne? So, renn mal, Dino. Bisschen da rein. Wir brauchen ja ein paar Monde. Da komme ich gar nicht ran, oder was? Hä? Kann der mir eigentlich schaden? Nee, ne? Bin ich gerade doof? Achso. Ja, ich bin doof. Na gut, dann gehen wir erstmal nach oben. Ich brauche dafür ja den Kettenhund. Ich bin ein Profi. Oh Gott, aufpassen. Nicht von den Typen, ne? Das wär's noch. Jeder Gegner ist hier eine Gefahr für Pius. Okay. Was macht der Typ? Junge. Ach man, war Odyssey. Ein schönes Spiel. Trotzdem hätte ich gerne einen 3D-Worldport. Aber erstmal kommt der Maumaker. Not Gold Punch. Moin, willkommen. Und irgendwer, auch hallo an dich. Und weg trägt auch am Start. Pius, schaffst du ihn nicht? Doch, doch, ich bin ein Profi. Ein Profi hier, kennst mich doch. Weiter als Pius, yeah. Ist auch nicht so schwer. Okay, hallo Gumba. Selbst hier ist es so leicht zu verlieren, ne? Das ist unfassbar. Selbst hier kannst du echt leicht verlieren. Ich glaube, ich bin da auch mal gestorben, als ich den Block aktiviert habe und dann Gumba kam. Ha, alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Alles schon erlebt. Ich. Mit B kann der Dino das auch kaputt. Okay. Ich habe eigentlich B gedrückt, soweit ich weiß. Naja. Holen wir uns den halt später oder gar nicht. Mal gucken. Je nachdem, ob wir den brauchen. Erstmal geht es jetzt zum Gruditz-Kampf. Der ist ja ganz entspannt. Eigentlich. Ich als Profi vor allem. So, hallo. Und Jiba, Koma, Smash, hallo und dich auch. Und XX Melee, XX, hallo. So, heute viele am Start hier, ey. Wenn in. Vor allem viele. Hi, 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 hi. Ich lese hier nur Hi vor heute. Die Challenge schaffst du easy im dritten Versuch. Im dritten? Okay. Okay, super, hallo. Hallo. Oh Gott, der macht zweimal, ne? Der macht zweimal. Muss erstmal dringend los. Oh, das ist wieder hier alles, ne? Kritisch. Kritisch. Hast du die Musik überhaupt? Ich habe ja länger jetzt nicht gestreamt, deswegen. Die Technik funktioniert einigermaßen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. So. Ja, die ist gar kein Problem. Ich glaube, der hat nur zwei Leben, ne? Oder, ne, drei, okay. Ja. Die schaffen wir. Hallo, du Oberzicke. Kommst du ran? Ja, nice. Oh, muss los. So, passt. Passt. Bin jetzt im Kaskadenland. Ja, da bin ich auch. Moin, Pius. Hallo, Inferno XF. Sollte es nicht eher XD heißen? Weil D und F ist die Tasten direkt nebeneinander. Oder? War das so geplant? Man weiß es nicht. Ey, du Giftpilz. Du machst eine konsequente Challenge. Ja, Mann. Ja, Philipp. Hi. Jan Philipp. Ja, Mann. Ich bin hier voll der Profi. Ich wünschte, ich hätte eine Nintendo Switch. Ja, dann vielleicht zu Weihnachten oder so wünschen. Oder Geburtstag. Vielleicht. Oh, ich kippe hier erstmal meinen Pudding um. Das ist ja mal wieder sehr begrüßend. Yasin. Moin. Hallo, Infinity. Grüß dich. Moin. Der macht zweimal Auge, ja, ich mach dreimal. Man kennt ihn, ja, ich bin Profi. Wie alt bist du? Ich bin 17 und die ist ja 18, ja?
Selbst so Waschlappen wie ich hier, ne? Ja. Und so in 2 Monaten und einen Tag. Ja. Morgen in 2 Monaten, Leute, geht's ab. 7.7. Bis jetzt, cooler Stream. Ja, ist ja noch nicht so viel passiert, aber trotzdem, danke. So, wir haben genug, ne? Ja, wir sind ja hier die Kings. Ja, geil. So, wir können schon weiter. Ich werde nicht mehr. Läuft bisher optimal. Auch vom Internet, glaube ich, ne? Weil die letzten Male, wo ich so gestreamt hatte, lief es mit Internet nicht so geil. Deswegen hatte ich dann auch nicht so die Lust. Aber wenn du jedes Mal so siehst, irgendwie, ja, der Stream, ne? Schwankt zwischen grün, gelb, ab und zu auch auf rot, wegen der Bitrate und so, Qualität und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Und der schwankt hin und her, da denkst du dir auch so, Bruder, da rufst du sofort wieder bei 1&1 an und dann wird das wieder nix. Und deswegen war die Lust so ein bisschen weg, aber jetzt geht's ja einigermaßen wieder. Deswegen bin ich einigermaßen zufrieden. Hätte dich auf 16 geschätzt, ja, guck mal hier, das eine Jahr oder bei 2 Jahre kommen. Ach! So! Ja, Wüstenland, hallo. Welchen Toad-Farbe magst du am meisten? Die blaue ist am geilsten, weil blau auch meine Lieblingsfarbe ist. So, komm, das skippen wir jetzt mal gekonnt. Pius hat da gefällt, wo habe ich gefällt? Ja, Forstland, das ist so ein Sperrgebiet. Ich wünsche, ich würde nochmal 18 sein. Wie alt bist du denn? Ich glaube, 18, schönes Alter, oder Lisa? Ja. Wir wollen Lost Levels und... Oh. Da würde ich sofort wieder ausmachen. Sofort! Welche Yoshi-Farbe magst du am meisten? Boah. Ja, nerv mich. Nicht. Yoshi! Ich würde ja fast sagen grün. Also basic einfach. Boah. Auch der blaue ist da ganz geil. Ja. Morgen Vortrag... Mittwoch Religion und Donnerstag 2 Vorträge. Ja, moin. Ja, moin. Ich habe morgen Chemie. Und Freitag, ja, Geografie. Also bei Geo mache ich mir absolut keinen Stress. Ich habe die erste Geoarbeit noch nicht mal wieder, lol. Die habe ich im Dezember geschrieben. Ich habe sie noch nicht mal wieder. Da war ich an dem, weil das ist beim Geografielehrer, da war ich irgendwie nicht da. Da war er nicht da und dann, ja, Also ich war jetzt nicht von Dezember bis jetzt nicht da. Nee, das ist, aber keine Ahnung. Anscheinend an dem Mal, wo er es zurückgegeben hat, war ich nicht da. Und dann beim nächsten Mal war er nicht da. Und dann hat sich es anscheinend irgendwie so von beiden Seiten aus verdrängt. Oder vergessen. Ja, vielleicht kriege ich die noch. Vielleicht zum Geburtstag oder so, mal gucken. Weiß ja trotzdem die Note, deswegen. Ich könnte ihn mal fragen, aber ich vergesse den auch jedes Mal irgendwie. So, wir sind ja schon da jetzt hier, ey. Wo renne ich denn hin? Ich renne hier erstmal mal zur Wüste, Oase. Cuphead, okay, Leute. Spendet mit 20 Euro oder wie viel das Spiel kostet und, ihr kriegt euer Cuphead. Spendet mir Geld. So, wo sind die Wüste? Ah, da. Hallo. Hallo, Oase. Da wäre ich jetzt wieder gerne, ey. Vor allem, wenn man den letzten Tag wieder so anguckt in Hamburg, das Wetter jetzt nicht so geil. Bisschen cold für so Mai. Geht ein bisschen mehr. Okay, Noten. Oh. Ja, Profi. Ja, ja, ja. Und ich habe das Gefühl, mein Pro-Controller bricht halb auseinander, wenn ich einmal hier ein bisschen schüttel. Ich sollte mir ein bisschen Sorgen machen. Ja, das läuft ja wieder optimal heute hier. Wenn das ein Speedrun wäre, würde ich mir denken, ich muss los, aber alles gut. Hi, Pius, hallo, Zauberer. Grüß. Ja, hallo. Junge. Oh, das ist schön, schön. Und Steffi, hallo. Moin, was hast du denn geschrieben? Geo damals auch. Wie diesen Freitag. Glaube ich, dass du das meintest gerade. Ich dachte, du magst Super Mario Odyssey nicht. Doch, 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 doch. Ich habe nie gesagt, dass ich das Spiel nicht mag. Um Gottes Willen. Es zählt für mich jetzt nicht zu meinen Lieblingsspielen. Aber ich mag es natürlich schon. Und es ist auch gut. Sehr gut. Aber ich bin tatsächlich so ein Fan. Ich liebe 3D World mehr. Weil 3D World ist so ein Spiel, das... Keine Ahnung. Also Mario Odyssey ist ja größtenteils darauf ausgelegt, zu suchen. Wenn man einigermaßen weiß, wo die Sachen sind, dann macht das Erkunden nicht so viel Spaß. Das ist genau wie bei Zelda. Und 3D World hat einen ganz anderen Sinn. Da geht es halt um das Level. Und das ist ja hier kein Level, sondern Open World. Das kann man nicht wirklich vergleichen.
Aber ich bin einfach ein großer 3D-World-Fan. Weiß nicht. Das sehen einige wahrscheinlich nicht so. Die denken, das ist 3D-World, ist so ein Basic-Spiel, aber ich denke mir so 3D-World, ja. Vor allem Katzenglock. Ich mag Katzen sehr gern. Ich habe ja auch eine Katze als Haustier. Keine Ahnung, wo die gerade ist. Wahrscheinlich draußen oder so. Die Poli. Und gerade deswegen ist hier schon 3D-World schon optimal. Ich sollte jetzt ein bisschen aufpassen hier. Es wird hier langsam ein bisschen kritisch. Oh Gott. Langsam wird es ein bisschen kritisch. Aufpassen ist hier angesagt. So, erstmal ein bisschen Chat lesen. Spende alle für Kaffee, genau. Der goldene Boblin hat mal wieder einen Ostbär von Domi gemacht. Ja. Den schaue ich mir jetzt nicht an. Bist du Speedrunner? Nee. Aber ich wäre es gern. Ja. Cuphead und Damage bis zum Ende. Ja. Fragt sich nur welches Ende, ne? Mein seelisches oder das Spielende? Bin ich eigentlich der Einzige, der keinen Kunst mag? Ich bin jetzt nicht der größte Zeichner. Aber Kunst, es gibt schlimmere Fächer. Ja. Mhm. Wie findest du Sonic the Hedgehog? Du meinst den Film? Ja, also das Design von Sonic ist schon, ja, Abschuss. Aber die Story, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Muss man mal so sagen. Ich finde die Story gar nicht mal... Oh, nicht diese Gumbas schon wieder, ne? Nee. Ich finde die Story gar nicht so schlecht, deswegen... Ich freue mich sogar ein bisschen auf den Film. Allein schon wegen dem Cringe, das wird eh lustig. Aber ich finde die Story gar nicht mal so übel. Ich schaue mir auch den Pokémon-Film an. Ach lol, morgen, ne? Ah ja, aha, morgen gehe ich ins Kino, den Pokémon-Film gucken, in die Vorpremiere, lol. Schön, dass ich auch mal weiß, jetzt. Ah, fuck, ich habe ja morgen bis 16 Uhr Schule. Die geht um 17:30 los, aber muss ich ja los morgen, ne? Oh, oh! Morgen 17:30, Leute. Oh mein... Nee, oder um 18 Uhr, ich weiß es nicht. Irgendwann, ich bin morgen ins Kino verabredet, weiß, ich merke es gerade im Stream jetzt erst wieder. Ja, das ist Stream, das hätte ich gar nicht dran gedacht. Im Stream habe ich Zeit zum Nachdenken, das ist ja unfassbar, ja? Und hallo, der Ibrahimon, Todmeiner, grüß dich! Morgen schaue ich mir den Pokémon-Film an. I play Pokémon Go. Oh, Skillig. So, erstmal da hoch, ey. Guckt euch auch den Pokémon-Film an oder ist das nichts für euch? Schreibt's in den Chat. Schaut doch mal rein. Ganz entspannt. Pius verkack endlich. Niemand. 3D-World-Port wäre beste. Genau. Du kannst ja mal Super Mario 64 spielen, ohne zu sterben. Wäre auch eine schöne Challenge. Mario 64 müsste ich allgemein mal spielen. Ich habe zwar ein N64. Habe ich damals mal bei eBay gekauft. Habe das Spiel noch nie durchgespielt. Ich habe auch Mario 64 Original, aber. Das kann ich ja nicht mal aufnehmen, also müsste ich dann anders machen. Ja, Pius und Speedruns, tja, ja, ich bin Profi. Kannst du mal wieder eine der Boden ist Lava Challenge machen, wie damals im Mushroom Kingdom? Ja, aber wenn du mir sagst, wo es noch welche gibt, kann ich es gerne mal machen. Ich habe mit dir ja damals, mit dem Mushroom Kingdom, ich meine, ich habe mir sogar selber ausgedacht. Ich meine, ja. Ich habe mir den nirgendwo vorher angesehen. Ich habe gesehen, dass es funktioniert. Also ich habe durchaus probiert, ne, habe ich es ja gesehen, sonst hätte ich nicht hochgeladen. Und ja. Na. War noch nie ein Fan von Pokémon, also nein. Okay. Ich bin auch nicht der größte Pokémon-Fan, aber mich interessiert einfach, wie die das animiert haben. Und deswegen. Ich will es einfach sehen, das ist der Grund. Und. Ich gehe nicht so oft ins Kino. Aber ich habe mal wieder Lust. Deswegen. Ich gehe auch nicht alleine dahin, ist ja ganz klar, ne? Ich gehe ja mit einem Pokémon-Freak. Also bisher glaube ich eine, eventuell noch eine zweite Person, je nachdem. Mal gucken. Oh jo. Ich musste gerade schon wieder dezent los. Kannst du bitte da hochgehen? Ey, das war schon wieder gerade. Uiuiui. Eieieiei. Eieieiei. Wann kommt Meisterdetektiv Pikachu raus? Der kommt am 8. raus. Aber morgen ist in Hamburg, in verschiedenen Kinos, oder bestimmt auch bei euch irgendwo, kann man das schon mal sehen am Abend. Ist, glaube ich, ist günstiger, die Vorpremiere ist günstiger, das ist so ein Event, morgen. Da gehe ich dann hin und gönnen wir mal. Ich glaube, das ist in 3D, wäre mir eigentlich voll egal. Ich bin jetzt nicht so der größte 3D-Fan, weiß nicht. Brauche ich jetzt persönlich nicht. Diesen 3D-Effekt, nee.
Vor allem kostet der meistens auch noch mehr. Lohnt sich in meinen Augen jetzt nicht wirklich. Eddie XD, hallo. So, bisher läuft es eigentlich optimal, ne? Jetzt müssen wir leider nochmal hin. Aber ich glaube, er kann einfach hier rüber, ne? Doch, doch, als Profi. Ja, easy. Erstmal den hier gönnen. Oh, das wird Speedrun. Das wird Speedrun. Ja, ich gucke ihn mir an. Viel Glück, Dankeschön. Super Mario Odyssey 64 wäre cool. Das ist so ein Fangame, ne? Ah ja, ich kenne das, aber ich bin tatsächlich nicht so ein Fan von Mario 64 Hex. Ich weiß nicht, da ist die Kamera immer so eklig meistens und allgemein alles ziemlich, ja, nicht so geil. Oh. Ui, bist du wieder kernbindert? Dankeschön. So. Jetzt aufpassen, mach keinen Scheiß, Bruder. Wo ist los? Okay. Ich bin so Profi hier, man merkt's, ne? Bin so Profi. So, hier müssen wir auch aufpassen. Dass hier kein Scheiß passiert. Wunderschön. Mein Lieblingsraum. Profi-Gamer, ja immer. Mario-Fan Mario, grüß dich. So, hier passieren gerne mal... Was? Eiergott, Kilian, Junge. Ist das dein Ernst? Haut da mal. Eier. Alles klar. Bruder, gib dir mal ein paar Herzen oder sonst was. Oder Toad-Emojis. Was ist denn bei dir los? Da haut doch einfach mal ein 30er raus. Oh, alles klar. Gamer Toad, wenn du gerade da bist, ne? Da wärst du ein bisschen neidisch, ne? Nicht Seinkopf gesichert. Seit wann kann man 30? Du kannst da alles Mögliche spenden. Kannst da alles eintreiben, was du willst. Kannst auch 31,99 spenden. Was ist denn bei dir los? Danke. Was soll ich dazu sagen? Der hat nicht mal eine Nachricht gesendet. Mann. Hätte Sabrina wissen, was zum Vorlesen gehabt, ey. Junge. Was soll ich denn dazu jetzt sagen, ey? Kannst auch 500 spenden. Ja, aber wer das macht, denn, denke ich, muss ich los. Jetzt kannst du Kaffee zocken. Oh, Ehrenmann. Ach, das wäre auch. Oh, ja, geil. Absoluter Ehrenmann, Leute. Kilian, Kaffee wird kommen. Dann sehen alle deine Nachrichten für 5 Sekunden. Ja, ja, genau. Absolut Ehrenmann hier. Kaffee, Leute, wird kommen. Aber Freitag machen wir jetzt Bus-Simulator und nächste Woche gibt es ein bisschen Kaffee. Ey, Kilian, Dankeschön. Was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall. Ohoho. Jetzt platzt vielleicht eine Schlagader. Eieieiei. Ja, Cuphead, ja, Mann. Reichen 50 für Cuphead? Löscht erstmal die Nachricht. Cuphead kostet 20 oder 30. Bin mir gar nicht so sicher. Guck mal nach hier eben. Cuphead. So, guck mal. Nintendo Switch. Oh, das ist ja entspannt. 19,99, Leute. Ganz entspannt. Easy. Als ob. Das ist Tanzverbot, was? Wo ist jetzt die Tanzverbot? Das wär's ja doch, ey. Da bist du aber richtig los. Dann müsste ich richtig los. Reichen 15? Ja, Gamertron, alles reicht hier, ne? Das heißt halt Kilian, deswegen. Kilian? Habt ihr gerade eingeholt? Ja, das kann passieren. Bin ja auch ein bisschen abgelenkt. Hab hier viel zu tun. Okay. Machen wir weiter. Aber absoluter Ehrenmann hier heute am Start. Das kam überraschend. Aber ich habe ja gesagt, ne? Bereitet eure Geldsäcke vor. Es geht los. So. Na, Junge. Oh, muss los. Überall diese Kugelbilis nehmen, mach mich fertig, ey. Mach mich so auf und fertig. Das ist, glaube ich, ein Stern, ne? Stern, Mond. Ein Moon? Ja, wunderbar. Oh! Oh, da fällt mir gerade was ein. Ich habe ja morgen zu dritten. Oh, geil. Pro Minute wird hier meine Laune besser. Pro Minute. Bis zum ersten Fail. Dann ist sie im Keller.
So, entspannt. Rachel Cumming, erstmal alles gut. Erstmal alles gut. Freust dich auf den Minecraft-Kinofilm? Habe ich bisher absolut nichts von mitbekommen. Okay, ich weiß, dass es den gibt, aber interessiert mich herzlich wenig. Mike, hallo, moin, grüß dich. Und Windu, ey, Pius, du schaffst das nicht. Habe ich gehört, ja, habe ich auch gehört. Pius hat Stern gesagt, ja, uff, ne? Pff, bei mir rastest du nie aus. Doch, Gamertor, wenn du 30er raus hast, dann ist aber. Ja, wie heißt das? Ich weiß nicht, irgendeinen dummen Spruch gibt's da. Doch, ich raste da auch aus, aber klar, 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 das war jetzt, ja, das habe ich nicht mit gerechnet. Gamer tot, ne? Von dir weiß ich ja, dass du ein Ehrenmann bist, ne? Und Louis, mach mal nicht so hier, ne? Mach mal nicht den jetzt hier. Mach mal nicht den. Pius, du hast doch auch die Streams von Blue gesehen, oder? Was heißt, definiere die Streams? Ich schaue gern bei ihm rein, ja. Und bin auch oft in seinen Streams dabei. Deswegen, ja. Aber welche Streams du jetzt genau meinst, weiß ich jetzt nicht. Ich muss nächste Woche extra meine Abschlussprüfung verkacken, damit ich die 10. Klasse wiederholen kann. Z-Live. Warum willst du absichtlich die 10. Klasse wiederholen? Weil ich würde mir das richtig dumm vorstellen. Na guck mal, du bist jetzt von der 5. bis zur 10. in einer Klasse, ne? Und dann wiederholst du die Klasse. Okay, dann bist du mit neuen Leuten, vielleicht willst du das. Aber ich hätte jetzt keine Lust in der 10. im, wo man Abschluss macht, mit neuen Leuten in der Klasse zu sein. Da hätte ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Bin ich lieber im getrauten Umfeld. Oh, gut. Nicht Spaß, bin beide bei immer noch da. Warte, bis du Schaden bekommst, dass ich gehen kann. Ah ja, ah ja. Ich konnte nie 30 spenden. Bei mir waren nur 20 und 50 zur Auswahl. Okay, wenn du auf das S-Symbol gehst, vielleicht kann man ja selber Mitglied werden, das ist ja geil. Dann kannst du da, zumindest am PC, kannst du da eine eigene Summe festlegen. Das geht. Ja, bei mir geht's. Hibi oder Blue? Ja. Beide sind halt einfach anders, deswegen sage ich mal gar nichts dazu. Also mit Blue bin ich besser befreundet, deswegen sei einfach mal Blue. Ja. Game am nächsten Stream von mir raste ich extra für dich aus. Ja, jetzt macht er hier auf gespielt, ne? Ja, ja. Jetzt macht er hier einfach auf gespielt, ey. Was soll denn das? Alles fake hier. So, wo sind die Coins? Die Monde. Da oben, ne? Ja, komm mal her, Kollege. Auf eine Realschule, okay. Und deswegen möchtest du unbedingt wiederholen, oder? Also ich wüsste nicht, warum man. Okay, weil das Zeugnis so schlecht ist, oder warum möchtest du wiederholen? Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist. Ja. Fuse. Denken Bubble. Na. Was gibt's eigentlich in Hamburg? Bei uns gibt's hier die Alster. Ja. Den Hafen, der größte Hafen in Europa, soweit ich weiß. Bei uns gibt's die Reeperbahn. Ja. Andere krasse Sachen. Den Hamburger Dom, der ist ganz geil. Der ist, glaube ich, dreimal im Jahr oder so. Hamburger Dom. So, was fehlt jetzt noch? Wir haben noch zwei. Da ist noch eine. Wo ist denn die letzte? Bin hier wieder ein bisschen am Ende. LOL konnte auch beim Laptop nur 20 oder 50 Euro. Oh, okay. Ja, auch mal 20 Euro aus, ne? Spaß. So, wo haben wir das denn hier? Da, nee. Oh, ich bin so dumm, ne? Blind, oh, oh, oh. Blind auf beiden Augen. Hier ist es. Ja, optimal. So, entspannt. Entspannt. Ich kenne Hamburg nur wegen den Puffs, weil ich in der Schule mal nachgefragt habe. Oh, LOL. Was für Puffs, Junge. Die gibt's überall. Vor allem in Deutschland. Wir sind ja alle notgeil. Hier ist ein Stern, ne? Oder? Stern! Mond, Junge! Was ist jetzt die letzte? Du bist so blind auf beiden Augen, einfach nur blöd. Oh, hallo! Leute, können wir bitte den Arzt rufen? Stolze Türkin grüßt dich erstmal. Ja, was ist denn das jetzt hier? Bin ich doof?
aber das, nee. Ja, was ist denn das jetzt hier? Habe da jemand seelische Hilfe mir gegeben? Bin gerade ein bisschen überfordert. Wo ist diese scheiß Coin? Ja, der Stern? Ja, der Mond? Ja, was willst du von mir? Suchst du Stress? Suchst du Stress? Komm her. Ja, nicht tot. Er bringt sie um, Leute. Kann ich da reinschubsen? Der macht mir keinen Schaden, ne? Kann ich den umbringen? Warte mal. Oh. Hallo. Sterben. Vielleicht bin ich für den Tod verantwortlich. Ja, okay, jetzt hat er sich da ein bisschen eingebuchtet. Naja, der weiß schon, wie das läuft hier in Deutschland. Ich gehe da nämlich nicht hin, dann lasse ich mich nämlich treffen. Ja, du bist schon ganz schlau. Du bist schon ein schlauer Typ. Aber Leute, was ist denn das jetzt hier? Wo ist denn... Nee. Junge. Jetzt muss ich aber absolut los. Da haut der nochmal ein 20er raus. Komm runter, du Eiergott. Ja, Tauli, das sehe ich genauso. Warum leuchtet der Knopf? Der leuchtet, wenn jemand gespendet hat, glaube ich. Ah, Junge, Kilian. Was soll ich mit denen denn machen? Hast du einen Wunsch, was ich mit denen 20 Euro machen soll? Carpet ist da schon drin. Also, was soll noch kommen? Oh, Junge. Jetzt geht's aber los hier. Seit wann sind die 20 orange? Ich weiß es nicht. Welche Farben gibt es denn eigentlich? Blau ist 1 Euro? Waren die 20 nicht so... Also die 20 waren noch, glaube ich, immer... Was waren die denn? Ich glaube, die Farbe war sonst immer 50, kann das sein? Keine Ahnung, ey. Ich kenne die Farben ja nicht auswendig. Das kennst du ja eher, Gamer, so, ne? Okay, ja, danke schön. Aber du sagst immer gar keine Nachrichten dazu. Schreib doch mal irgendwas. Ja, kann mir jetzt bitte jemand auch mal hier helfen? Ich brauche jetzt 5 Monate, bis ich 75 Euro erreiche und du 2 Tage. Ja, geht das Spiel wieder los hier, ne? Aber, Dankeschön fürs Geld. Aber kann mir bitte jemand hier mal helfen, ey? Ich finde den da oben, ne? Nee, Spaß. Wo ist denn das jetzt hier? Ich bin so dumm, ne? Geht jetzt nochmal hoch. Da bin ich irgendwie kernbehindert? Ey, ist unfassbar. Labo VR. Stimmt. Könnte ich machen, ja. Labo VR hatte ich eh Lust drauf, von da. Aber bisher war ich da immer ein bisschen zu schade für. Wobei ich mir denke, das ist eh nur so eine Spielerei für 2 Minuten und dann war es das auch wieder komplett. So. Taiwan sind die, da habe ich schon gelesen. Kauf mit den 20 Euro einfach einen riesen Döner. Nee, das ist Ich finde Nudeln immer richtig geil und Pizza. War ja nur ironisch, okay? Er will dich ablenken, damit du verkackst. Ja, aber hier passiert ja nichts. Hier passiert ja nichts. Ich kann mir jetzt bitte mal jemand helfen. Was ist denn das? Ich guck gleich bei Domtendo im Let's Play, ne? Wo ist denn die letzte? Sag mal, wen willst du hier eigentlich verarschen? Ich meine, das war irgendwo in so einer Bucht hier rein, in so einem Ding da rein. Irgendwo. Ah, wo? Pius wird nachher noch sein blaues Wunder leben. Was? Was soll das jetzt bedeuten? Was planst du da? Hä, bin ich doof? Nachher, okay. Ich bin gespannt. Sorry, kenne mich mit dem Game nun aus. Ja, da sind wir ja schon 2, ne? Toad Fanatical ist immer so eine Sache. Wegen Lizenzen und so. Ich muss mal gucken. Gipsy, da war ich schon. Da habe ich schon eine geholt. Und zwar der da, in dem Gang, in dem Weg da. Da bin ich jetzt komplett... Was ist denn das? Würdet ihr euch eher SMG 2 Wii Sports oder SMV holen? Also erstmal muss ich überlegen, was alles ist. SMG 2 ist Mario Galaxy 2, das ist klar. Wii Sports ist Wii Sports. Und SMV... Was ist denn SM? SMV.
Links. Oh! Warm. Oh Leute, das ist unfassbar. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich war der YouTuber, der am längsten gerade nach diesem einen Mini-Mond gesucht hat. Ach du Scheiße. Super Mario Bros. Wii. Okay. Ja, also ich sag mal so. Wenn du auf der Wii... Also ich würde eher eine Switch-Spiele kaufen, aber wenn du ein Wii-Spiel unbedingt kaufen möchtest, dann würde ich erstmal danach entscheiden, was möchtest du damit machen? Möchtest du alleine spielen, der Mario Galaxy 2? Möchtest du im Multiplayer spielen, dann würde ich Mario Bros. Wii sagen. Oder möchtest du mit Casuals spielen, dann Wii Sports. Je nachdem, mit wem du spielen willst, kann man das entscheiden. Alle drei Spiele haben für das, was sie sein wollen, Qualität. Also für das, was sie sein sollen, sind sie eigentlich ganz okay. Deswegen kann man das so pauschal gar nicht sagen. Wii Sports ist Wii Sports. 2019. Ja, könnte ja fast ein Best-of-Zusammenschnitt sein. Kennt man ja immer so, ne? Aus irgendwelchen Best-ofs wie. Ich weiß, dass ich. Ja Gott, was soll ich da jetzt für ein Beispiel nennen? Boah, das ist. Views! Kannst du gar nichts. Mann, ey. Was hältst du von Mario Maker 2? Sam? Das wird super. Mario Maker 2 auf diesem Kanal wird sehr, sehr schön, Leute. Deswegen abonnieren Sie jetzt den Kanal und liken Sie den Stream, falls er euch bis hierhin gefallen hat. Dann abonnieren Sie mich. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Taxi. Ich halte mich echt übelst lang hier auf, ne? Junge. Wenn wir es heute nicht schaffen, das durchzuspielen, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ist ja kein Problem. Aber ohne Witz, das fühlt sich fast an wie ein Let's Play hier gerade, ey. Holy. Also Speedrun wäre das nicht. Kannst du bitte? Schön. Pius, wenn du so die. Wenn du diese Challenge schaffst, bekommst du eine große Belohnung. Junge. Du hast mir gerade 30 und 20 gespendet. Was ist für dich eine große Belohnung? Kommt damit. Keine Ahnung. Also wenn da heute noch ein 100er kommt, ne, dann machen wir mal aus hier, ne? Da machen wir mal aus. Ja, ist ja klar, ne? Dann machen wir mal aus hier. Dann war es das komplett. So. Wir müssen jetzt hin hier. Ich würde sagen, wir gehen. Oh, das ist. Wir gehen zum Olaf. Ne, wie hieß der Günther, ne? Günther. Hallo Günther. Grüß dich, altes Haus. So, wir talken mal ein bisschen mit dir. Ja, du! Grüß dich, Reisender, ja? Was geht? Ich sehe gerade, du machst hier einen Stream auf YouTube, ne? Ja. Aber erstmal hier eine allgemeinbildende Frage, ne? Und zwar, was für eine Scheiße klaut denn der Bowser hier aus dieser Welt, ne? Ja, das ist ein Ring, du, mein Lieber. Ja, das war die 50-Euro-Frage, hast du schon mal richtig. Dankeschön. Yes. Endlich weiter am Leben. Wirst du Link's Awakening spielen? Ja. Mir hat der Grafikstil sehr gefallen und der erste Trailer hat mir auch gefallen, deswegen ja. Ich werde Link's Awakening spielen. Kommt natürlich auch darauf an, wann es rauskommt. Also Animal Crossing natürlich dieses Jahr und Mario Maker 2 ist natürlich schon ein ziemlicher Suchttitel für mich. Deswegen bleibt da gar nicht viel Zeit. Deswegen werde ich mir auch keine Pokémon-Titel kaufen, ist schon klar. Ich werde da gar keine Zeit für haben. Aber Link's Awakening habe ich schon Bock drauf eigentlich. Kommt natürlich darauf an, wann es rauskommt. Also wenn es ganz knapp nach Animal Crossing kommt, dann würde ich glaube ich sagen eher nein, weil mit Animal Crossing habe ich dann eh genug zu tun erstmal. Deswegen brauchen wir nicht. So. Ah ja Gott. Junge, nochmal. Aber jetzt ein bisschen nötiger. Trotzdem nochmal 8 Euro, Dankeschön. Konzentrier dich, Pius. Ich probiere es. Pius. Yeah, endlich eine Nachricht. Endlich sagt Sabrina auch mal was. Sabrina, ich habe deine Stimme vermisst. Wie geht's dir so? Sabrina, komm her, du. Ich liebe die Google-Stimme. Ich möchte ein Kind von ihr. Yeah. So. Günther, altes Haus. Nochmal. Willkommen hier. Danke, Eiergott, ne? Ohne Witz. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Du bist heute unfassbar. So, 100. Das weiß.
Ich wollte gerade sagen, ja, das weiß ich noch. Ja. Was kannst du eigentlich, Reisender? Geh dich bitte beerdigen. Okay, okay, okay. Ja, willst du nochmal einen Versuch, ne? Ja. Dann halt 30. Ich würde gern spenden, darf aber nicht. Gar kein Problem, mein Lieber. Gar kein Problem. Günther, schwerste Frage an Pius. Wo ist die fünfte Mondmünze im Wüstenland? Ja, irgendwo links, ne? Da, wo es warm wird. Och, Mann, ne? Ach, Mann. Damit hättest du jetzt 60 Euro bis jetzt, Kilian. Geiler Typ. Geiler Typ. Bei Blücks Tourhaus auch immer so richtig raus, ne? Ich weiß das schon. Habe ich schon gesehen öfters. Ehrenmann. Es war 30, ja, habe ich jetzt auch. Bin Profi. So, Leute, wo gehen wir denn jetzt hin? Bin ein bisschen überfragt. Ah, wir gehen erstmal da unten rein. Erstmal da unten, gönnen uns noch einen Stern. Mond, Mond. Pius, es ist immer noch ein Mond. Wir haben zwei Dislikes, Leute. Konizo, warst du das? Und ja, ich hasse dich. Wenn jetzt hier sterben soll, dann muss ich aber los. Okay, passt. Das wär's ja noch. Pius hat Stern gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Stern. Blue hat letzten Monat 1300 oder Yoshi Eier von 1300 Eier. Eier. Da hast du ihn einfach mal den ganzen Monat finanziert. Ja, das ist ja mal hier ein bisschen ehrenvoll, ne? 1300 Euro, da kommst du richtig weit. Vor allem macht Blue das ja hauptberuflich, deswegen. Uiuiui. Ich bin der Schüler, hallo. Ich freue mich auch über das Geld. Ich bin Schüler, hallo. Guten Tag, ich gehe in die 11. Klasse und habe viel Spaß in der Schule, hallo. Aber Blue, da hilfst du ihnen auf jeden Fall ziemlich, weil, wenn er es hauptberuflich macht und so eine. Durch YouTube-Einnahmen läuft der jetzt nicht so viel. Ich weiß ja, wie hoch das ungefähr ist, vom CPM her. Deswegen, jede Spende hilft ihm. Deswegen, alles supi. Piu, schaffst du ihn nicht, danke. Ja, ich bin Profi. Spaß in der Schule, gleich Diabo. Oh nein. Ich habe so ein Tablet in der Schule jetzt, ne? Ich habe es selber gekauft, das hat... Wie ist das gekostet? 350, glaube ich. Und... Ah ja, mein Antivirenprogramm hat gerade gesagt, jo, Update, ne Bruder, jetzt nicht. Keine Zeit für dich. Wäre jetzt ein Kaktus hier gewesen, dann müsste ich los müssen. Mann, wo gehe ich jetzt hin? Ich habe keinen Bock da eigentlich rein, ich kenne diesen Raum. Da will ich nicht rein. Geh mal in die Stadt, Leute. Ja, labern die voll jetzt hier. Haben in der Stadt noch voll viele Monde vergessen. Bei dem Kiosk, bei dem Shop da, ne? Oben. Ja, wo sind wir jetzt hier gelandet? Da wollte ich hin. Dahin. Alles Nico schuld, ja immer, ne? Nico, hallo, habe ich dich schon begrüßt? Ich glaube ja. Ja. Pius, euer Lieblings-YouTuber. Yeah! Thomas 7, bist du neu? Ich kenne dich vom Namen noch gar nicht so. Auf jeden Fall, hallo. So. Wir haben jetzt hier den Mond, Leute. Und zwar da. Hallo, Mond. Bam. Oh nein, da haben wir nicht an Schule. Ich sag ja gar nichts mehr. Ich sag nie wieder Schule. Nie mehr nehme ich das in meinen Mund. Hallo. Hey, ich hab Bock auf New Super Mario Bros. Deluxe. Lol. DMG, no jump. Kali Time. Danke für 2,29 Euro. Uiuiui, heute kommt hier aber das Geld. Danke auch an dich, Ehrenbruder. Ehrenbruder Toadie. Gib mir auch gerne ein paar Herzen. Wann kommt No Coin, No Damage, No Jump? Alles auf einmal. Alles inklusiv hier. Also No Coin habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, ne? Vor Ewigkeiten. No Jump? Ne, No Jump habe ich mal gemacht. Das war auch grauenhaft. Ich hab, glaube ich, alles mal gemacht. Aber alles zusammen wäre ein bisschen belastend. Erstmal machen wir... No Damage. Ja. Das ist erstmal belastend genug. Mario, alles wird gut. So, jetzt läuft er aber hoch hier. Ah, da hinten, ne? Ja. Na, Hilfe interessiert mich erstmal auch nicht hier. Peach, du kannst mir. Kannst gerne sterben. Das interessiert mich nicht. So. Entspannt.
Ach, please no coin danach. Ja, danach beim nächsten Mal. Heute nicht. Weil ich glaube, der One hier dauert noch ein bisschen. Der dauert noch ein bisschen. So, grüß dich erstmal. Für Vakali auch an dich. Dankeschön. Er ist doch hier. Oder hier? Hä, bin ich jetzt doof? Ich spüre die Vibration. Was will denn der Typ von mir? Muss ich ihn erst ansprechen oder was? Naja, weiß ich. Ja, bist du doof? Das ist doch hier in der Ecke. Na, geht doch, Mann. Eieiei, ja, bin neu und nach 5 Minuten direkt abonniert. Ja, nice, Mann. Dankeschön. Komm auch gerne auf meinen Discord-Server. Server, ich kann nicht reden hier. Discord-Server Thomas oder folgt mir gerne auf Twitter oder Instagram. Alle Links dazu in der Beschreibung, Leute. Auf jeden Fall danke fürs Abonnieren. Pius, Switch stürzt dann bei den Credits ab. Ja, das wäre ja egal. Ich wäre ja völlig egal. Habe ich dann trotzdem mehr geschafft. Das wäre ja belanglos. So. 2 Monde noch. Hier ist dieses Casino. Da können wir uns auch noch eben. Oh nein, bei Pius vibriert es. Ja, der Controller. Ja, Mario. Ihr kommt natürlich auch alle in die Bar rein in Hamburg. Ne? Ihr kommt alle in die Bar rein und hängt dann natürlich alle da so an eurem am Schalter auf. Ich hänge mich natürlich auch am Schalter auf und schilder mein Leben. Sei wie Mario. Geh in die Bar und häng dich an die Bar. Dann hängst du da und genießt deinen Tag. Om. Ja. Geil auf jeden Fall. So, grüß dich. Ich möchte ein bisschen Lotto spielen. Ein bisschen hier mein Geld in die Tasche holen. So. Nach dem Herz. Na, nach dem Herz, nicht jetzt. Oh. Na, immerhin einer. Nochmal bitte. Ein bisschen hier zu früh gemacht. Ich habe 400 Münzen, ja moin. So. Easy. Oh, ich bin doch so ein Spar. Ja, natürlich. Wenn ich nicht mal hingucke, dann läuft es natürlich, ne? Oh, das ist. Oh, muss ich los, ne? Es gibt einen Trick. Ja, ich kann auch irgendwie anders machen. Das ist mir schon klar. Warte mal, von hier, ne? Ich hab's verstanden, ich spiele nie wieder Lotto. Nie wieder. Der zieht mich nur ab, der Typ hier. Guck mal, schon 30 Münzen an dem verloren, ey. Mann. Das ist so leicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, geht doch. Mann. Zum Glück war kein Speedrun, das wär's ja noch. Dann müsste ich richtig los. Oh, Mann. Was ist dein Lieblings-Nintendo Switch-Spiel und was ist dein Lieblings-Nintendo Konsole? Lieblings-Nintendo Switch-Spiel, das ist. Ich habe da mehrere. 3D World mache ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Konsole würde ich die Switch sagen, ja. Kommst du an der Gamescom auch als Toad? Ah, mal gucken. Ist ja, denke ich, ziemlich warm und dann da so mit so einer Toad-Mütze. Ui, da brennt dir der Kopf ab, aber. Ich komme auf jeden Fall Samstag zur Gamescom. Karte ist schon gekauft. So, holen wir uns jetzt den letzten Mond. Ah, warte mal. Hier sind doch überall diese Vögel, ne? Ja. Komm, wir gönnen uns einen Vogel, Leute. Ein Vogel ist schön. Da ist er doch. Hallo, Vogel. Oder die Noten. Komm, die Noten. Noch schneller. Erstmal den Kopf abhauen. So. Profi. Yes, Leute, wir können endlich weiter. Wir können endlich weiter. Wann kommt das nächste Morgen 8 Deluxe Turnier? Boah, das weiß ich gerade noch nicht. Diese Woche nicht. Diese Woche kommt auf jeden Fall noch am Freitag. Boost Simulator 18, Leute. Boost Simulator. So, entspannt. Und rein da. Komm. Entspannt. Folgt dir auch auf Instagram. Folgt dir auf Instagram auch jetzt. Ja, nice. Ehrenmann.
Wo ist die Gamescom? Die ist in Köln. Leider. Die können auch gerne nach Hamburg kommen. So direkt vor meiner Haustür und so. Das ist echt sick. Junge, stell dir vor, du wohnst halt direkt vor der Gamescom. Ne? Das ist halt, uiuiui. Das ist halt, kannst du einfach... Oh. Das wird nix. Kick-offs, ne? Ja, ich seh schon. Das wird was. Oh. Oh, Leute. Stimmt jetzt ab. Nee, stimmt nicht ab, ey. Ich hab keinen Bock auf Seeland. Ja, das ist auch nicht besser. Hier fail ich immer. Komm. No risk. No fun. Obwohl, kann man davon fun sprechen? Naja. Entspannt. Ist doch gut, kannst du Geld mit Parkplätzen gewinnen. Ja. Aber in Seesland. Nein, kein Seesland. Steht das? Vorsland. Das Vorsland. Der war richtig gut, ne? Ich weiß. Komm mit aber da. Cappy, das sehe ich genauso wie du. Komm mit aber da. Ja, laber mich voll hier. Labamini voll hier. Views, wann kriegt man, wenn man Mario Maker 2 vorbestellt, was kriegt man als Bonus? Wenn du Mario Maker 2 vorbestellst, bekommst du den Stift. Ja. Dann bekommst du einen sicken Stift. Den kannst du dir dann einrahmen irgendwo und Spaß haben. Ja. Views, kannst du bitte meine Frage machen? Warum ist denn eine Frage hast du denn? wann ist nochmal die Gamescom? Irgendwie so Mitte August. Um 20. rum. Irgendwie so. So, wir sind jetzt im Worsland. Hallo Hase. Glückst auf den Stern, ne? Mond. Kommst du her? Kommst du jetzt mal her, ja? Was ist denn jetzt? Ah, gut. Gut. Wollte schon sagen, ey. Pius hat Spaß mit dem Stift auf jeden Fall. Kannst du mal Cuphead spielen, so als Profi? Ja, Kickoffs, tatsächlich ja. Ich habe nämlich heute schon 60 Euro bekommen, über 60 Euro. Und ich habe gesagt, wenn wir 20 Euro erreichen, spielen wir Cuphead. Und naja, das haben wir jetzt erreicht, ne? Und deswegen, ja, es wird ein Cuphead-Stream geben, ja. Nächste Woche oder so. Geht's ab. Tatsächlich, ja. So, wo gehen wir jetzt hin? Erstmal hallo hier zum Günther. Hallo, Günther. Grüß dich. Da drückt ihr einfach weiter, ey. Ja, ich muss schon mal lesen, was da steht, ne? So, ja. Labamini voll, Junge. Das sind natürlich Holz. Ganz klar Holz. Erde. Sehr wichtig. Blumen natürlich. Ui, Cuphead, ja. Das wird es auch mit Facecam geben, ist ganz klar. Aber dann muss ich da am Tag streamen, weil ich habe noch kein Licht. Ich müsste mir mal irgendwelche Lampen kaufen, Alter. Bin ja ganz arm, ey. Oh, aufpassen. Aufpassen. Hallo, wir sind wieder im Vorsland. Wir sind... einer verarschen? Geht noch, einer geht noch rein. Ey, was ist denn los bei dir? Da kann ich mich ja jetzt hier... Wie viel haben wir jetzt? Kann ich mich schon viermal Fortnite... Fortnite. Wie komme ich jetzt auf Fortnite? Ja, Junge. Mit deinen 80 Euro kaufe ich mir viermal Fortnite. Man kennt's. Kann ich mir schon viermal hier Cuphead kaufen, ey. Absoluter Ehrenmann. Gönnt ihr noch ein paar Herzen, Leute. Guck mal, ich spam mir mal, ich gebe ihm mal einen Toad, Alter. Kann er bitte mal laden hier? Guck mal, das ist so hier so ein richtiger Toadie. Kann der bitte mal den Toad auswählen? Dankeschön, hallo. Wenn der YouTube-Chat am Längen ist, dann muss ich los. So. Dankeschön, ne? Ohne Witz. Was soll ich dazu sagen? So, Leute, wir sind jetzt hier im Worsland. Verlust 3-1 an mich. Ah, ja. Oh, ist halt ein Mond. Oh, ich hasse diese Welt irgendwie auch. Zumindest für die Challenge. Ich mag es eigentlich sehr gerne. Aber für die Challenge ist sie nicht so leicht. Das sind ordentlich Fire Bros. Viel zu gefährlich. Alles Oberzicken. So, erstmal die. Ich dachte gerade, das ist mein Ende, ne? Ich wollte schon wieder los. Zum Glück nicht.
Oh, Junge. So, wir machen das ganz ruhig. Ja, Louis, ne? Da ist die Tür. Wir machen das ganz ruhig. Eine Sekunde später. Eine Sekunde später kratzt der Typ ab. Epic Fail, ich bin ich Sand Kingdom. Ah ja. Ja, dem ist natürlich alles ein bisschen belastend hier, ne? Mario schläft schon, weil er sich denkt, Bruder. Das war alles zu hart heute hier, ne? Der Tag, ne? Oh. Uiuiui, das war heute hart, ne? Uiuiui. Ich schlaf hier sowas von ein, ne? Oh, gute Nacht. Sprachen lernen, Bubble, ja. Das müsste ich mal machen. Ich sollte mal Sprachen auf Bubble lernen, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Lernen Sie jetzt Sprachen auf Bubble? Leute, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Also ein zweiter Odyssey war lohnt sich ja jetzt nicht, ne? Wir könnten doch was anderes zocken. Wollt ihr ein bisschen Mauch, hat aber ein bisschen zu tun. Entfaltet auch ein bisschen jetzt hier. Als ob ich schon wieder ein Odyssey verkacke, Mann. Verliere ich da immer. Geht auch nicht. Ist voll belastend, ey. Immer verliere ich in Odyssey. Es war ein bisschen so schlecht. Ich weiß es nicht. Immer so blöd. Wollen wir ein bisschen Mario Kart spielen, Leute? Oder was wir tun? Schreibt es ins Chat. Splatoon oder Mario Kart? Hauen Sie rein. Hauen Sie rein in den Chat. Und entscheiden Sie. Super, Pius, das habe ich umsonst gespendet. Du schreibst die Nachricht und schickst sie dann immer ab, oder was? Mann, ich hab's nicht geschafft, es tut mir leid. Nochmal danke an deine 2 Euro, ne? Super, oh, yeah. Pius, jetzt habe ich umsonst gespendet. XD. XD. Aber Leute, Cuphead wird's schön. Für euch, für mich. Uiuiui. Dies wird wieder ein bisschen belastend. So, guck mal jetzt, was ihr alle so geschrieben habt. Smash, MK8, MK8, oder das Bett ist egal, okay. Mario Kart 8, Mario Kart, Mario Kart 8 Deluxe. MK8, ich würde sagen, die meisten sind aktuell für Mario Kart. Doch. Mario Kart ist gerade ein bisschen am Dominieren. Doch, ja. Komm. Ja. Vielleicht solltest du die Karte wechseln, Pius. Ich weiß ja nicht. Ist nur so eine Idee. Vielleicht funktioniert's. So, guck mal. Wir stecken, wir schieben jetzt die Mario Kart in die Karte, in das Ding da rein. Ins SD-Kartenlesegerät. Haha, es funktioniert. Mario Maker 2, Bruder. Mario Maker 2. Aber für Mario Maker müsste ich jetzt die View starten. Das ist mehr als belastend. Das ist nicht mal aufgebaut, das ist das Problem. Aber Mario Maker 2, ne? Ich werde hier jetzt ein Level spielen. Mario Maker. Nicht heute, Leute. Nicht heute. Weil Mario Maker ist ja noch nicht draußen auf der Switch, aber demnächst. So. Entspannt. Was machen wir denn jetzt hier Schönes? Seid ihr auf meiner Freundesliste? Zumindest einige von euch, oder? Wir können ja einfach mal Just for Fun im Turnier hier spielen. Also, weil ich so lange will jetzt gar kein Mario Kart spielen. Nur so ein bisschen. Halbe Stunde oder ein bisschen mehr. Da lohnt sich nicht wirklich ein Turnier. Deswegen könnt ihr einfach so ein bisschen spielen online oder je nachdem. MK8, Mario Maker, nicht Mario Maker heute, mein Lieber. Ruhig nicht. So, trotzdem, du solltest mal Mario Maker streamen, damit du unser Level spielen kannst. Habe ich schon öfters gemacht, aber können wir gerne mal wieder machen. Habe ich in letzter Zeit schon ein bisschen mehr öfters gemacht, ja. Ach, weißt du, einen Tag nicht. Zwei, ich brauche. Also. Ein Tag, nicht zwei, ja, Louis. Ups. Tut mir leid. Darf ich auf dein Friendlist? Schick mir mal eine Anfrage.
Ich weiß nicht, ob ich noch frei habe Platz. Ob ich noch frei habe Platz. Deutsch. Da ist die. Da ist der Code. Gönnt euch. Mal gucken, wie viel ich adden kann. Vom Platzmangel her. Weil das Limit ist ja bei 300. Lass mich mal gucken. Hab viele Level für dich. Ui, da bin ich gespannt. Aber lieber, weißt du, was mich wundert? Du hast so viel gespendet heute. Aber VIP hätte doch sich viel mehr gelohnt. Da hast du so ein schöne Toad-Emojis und ein Icon. Ne? Vorschlag vom Chef. So. Da ist der Code. Ne? Gönnt euch. Und dann geht's ab hier. Yeah, da kam die erste Anfrage rein. Da haben alle sehr viel Spaß. So. Mal gucken, wie viel Platz ich habe. Yeah, jetzt kommen die Anfragen. Yeah, jetzt ballert's. Das kommt das nächste Mal. Ah ja. Ah ja. Okay. So. Neo ist am Start. Ah ja, Gott, hast du auch eine Switch? Ich denke mal schon, oder? Ach. Endlich habe ich keine 100 Anfragen mehr. Jetzt sind es nur noch 96. Yeah. Nur noch. Fabi ist am Start. Grüß dich. Hast du auch Mario Kart? Ja, optimal. So, Fabi, guten Tag. Noch eine Anfrage. Uiuiui. Habe ich denn noch Platz? So, hi Pius, hallo Fabi. Ah, da bist du ja schon. Hallo. Snail Bob. Hallo. Hab keines. Ah, war wieder komplett heute hier. So, dann löschen wir mal zwei Freunde von damals. Und dann spielen wir noch ein bisschen Mario Kart. So, wer bist du denn? Kenne ich jetzt gar nicht vom Namen. Deswegen raus. Und hallo, ja, Snail Bob. Gerade am Start hier, guten Tag. Ja, pff. Das war's mal wieder komplett. So. Hab nur PS4. Ja gut, da können wir uns jetzt nicht adden. Kam gerade im Chat. Ja, optimal hier für dich. Das letzte Turnier war am 4.3. Ja, komm, ist ja noch nicht so lang her. Ist ja noch nicht so lang her. So. Ich würde sagen, wir gehen mal in eine Runde rein. Und ein paar Leute, die ich jetzt gerade geaddet habe, können mir direkt nachschauen. Turnier lohnt sich jetzt nicht extra. Dies machen wir in einem gesonderten Stream, aber so ein bisschen Online-Spiel noch. Entspannt am Abend. Bisschen mit dem Chat hier talken, alles ist optimal. Hast du Fortnite? Ja, habe ich. Aber ich spiele das nicht so intensiv. Schon lange nicht mehr. Nur am Anfang ein bisschen kurz, aber dann nicht mehr. Du bist bei mir jetzt Best Friend. Yeah. Dein volles Gold brauche ich nochmal Pius, oder doch? Okay. Hier ist er. Gönn dir. Ah, ich glaube, ich muss jetzt mal einen Freund löschen. Da habe ich gar keinen Platz hier für dich. Warte mal. Wie löschen wir denn hier? Ich gehe mal ein bisschen runter, um halt relativ inaktive zu löschen. Ja, tschüss. Ich muss aber schnell ins Spiel wieder rein. Hilfe. PUSDC, nein. Nein, will nicht. Nein. So war das nicht gemeint. Ah, siehst du? Perfektes Timing. Genau pünktlich. So. Perfekt drinnen. Um hier Erster zu werden. Nicht schnell, Pius. Was meinst du mit nicht schnell? Oh, geschafft, ja. Bin. Hab's genau getimed. Bin Experte Mario Kart. Zum Glück. Ich werde es dann noch gleich ein DC bekommen und Punkte verlieren. Da ist einer aus der Schweiz mit einem sehr kreativen Namen am Start. Grüß dich. Ja, pff. Da guckst du in den Chat und wirst. Profi. Profi. Du bist 9, ja? Ich bin Profi. So schnell kann ich es nicht eingeben. Habe jetzt nur die ersten. Achso. Ja, hätte es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wenn du am PC bist, so ein Snipping-Tool, so ein Screenshot machen können. Ja, gut. Ja, können wir gleich nochmal zeigen. Ist ja kein Problem. Nach dem Rennen. Da machen wir das denn.
Yay! Hallo, klar mit vier Namen. Hallo! So, wenn so gut, Leute. Zehnter. Wieso kann man die Farben von den Toads nicht ändern? Ich verstehe es bis heute nicht. Nee, verstehe es nicht. Yoshi geht, Shire geht, aber warum kann man die Farbe von Toads nicht ändern? Das geht mir nicht ins Hirn rein, warum das so von Nintendo geplant wurde. Hello! Hello, Nintendo! Mario DS! And Loot House! Hello! Moin! Gucke immer mit Handy, okay, alles klar. Ja gut. Dann zeige ich es dir nochmal. Hier ist ja kein Problem. Kann er mich mal in Ruhe lassen? Der Schweizer? Junge! Belastend! Jano, der Franzose. Ja, super. Ja, das Rennen ist natürlich wieder 1A. So wie man es kennt. Immer ein Toad, die freut sich, aber auch nicht mehr lang. Ja, letzter, ne? Ja, letzter, ja, super. So, hier haben wir den Code. Hab seit ein paar Tagen einen Pro Controller. Ja, yeah, ja, yeah, das ist ein guter Kauf. Kauft euch den Pro Controller, der ist sehr, sehr gut. Pius für 10. Yeah. Hab auf meinem Handy nur noch 28%. Der soll doch reichen. 28, das reicht bei mir noch lange. 28, ja, das passt. Da ist sie wohl. Nehme ich mal an. Ich habe DC. Ja gut, läuft bei dir. Kilian? Bist du Kilian? Ja. Ich gucke mal auf Eiergott. Ich dachte, das irgendwie so, da heiße ich auch Eiergott. Nee, nee, nee. Bin Pius. Bist ein bisschen doof. Ja, ja, ich weiß. Pius. So. Oh. Geht schon wieder los hier. Hab nicht meine Strecke gewählt. Ups. Da sind auch schon ein paar Leute von mir am Start hier. Yeah. Die Deutschen nehmen den Raum ein. Bin aber wieder da und muss nochmal zuschauen. Ja, das ist natürlich ein bisschen belastend. So, gib Gas, Toadi. Vielleicht diesmal nicht letzter werden, ne? Wäre zumindest optimal. Ah, die Strecke ist so schön. Ich will mein Animal Crossing Switch um... Danke. Belastung, ja. Alles. Alles belastend hier. Aber Leute, Animal Crossing, ne? Bitte, komm schneller. Animal Crossing, bitte. Oh, das ist so schön hier. Das ist schön. Animal Crossing ist great. Yes. Und Animal Crossing Switch ist auch hoffentlich gut. Wann gibt es im Mario Kart endlich Toads in anderen Farben? Ja, ich denke gar nicht, ne? Höchstens Mario Kart 9. Da könnte ich es mir vorstellen. Und danke auch für dein Abo. Bin hier gerade wieder abgelenkt. Auf jeden Fall danke fürs... Wow. Abonnieren. Ich bin so gut, ne? Wenn es fast mal gut bin ich hier. Oberziege. Immer diese Oberziegen hier. Ich gucke einen anderen Toad zu. Oha, du Verräter. Aber du guckst ja eh mal ins Film, deswegen ist es ja eh von daher. Passt schon. Der Typ, ne? Haben wir auch noch mit dem Stern weg, ey. Junge. Ja, wenn ich am Morgen denke, ist alles optimal. Außer, gut, Chemie geht schon irgendwie, aber ich habe morgen zur dritten Stunde, deswegen alles mega entspannt. Keine Hausaufgaben zu morgen auf. Informatik, Chemie und ein bisschen Kunst, ne, ist der Tag schon wieder rum. Also, beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Sehe ich zumindest so. Und Mittwoch auch alles ganz nett. Bisschen Geschichte, Deutsch. Okay, und Mathe. Und Donnerstag auch wieder ein kürzerer Tag als sonst. Da ist auch wieder was am Ausfallen und Freitag auch. Also die Woche, ne? Die wird ganz entspannt. Ja. Ich muss los. Oh, die Briten noch ein bisschen weggehauen, aber bringt auch nichts mehr. Oh nein, keine Schule. Okay, keine Schule. Keine Schule. Chemie ist cool. Es geht.
Ab morgen Mathe. Oh, mein Beileid. Nur Mathe oder Arbeit oder so? Ich traue für dich. Om. Ich habe Mittwoch Mathe. Hab da noch viele Hausaufgaben zu tun. So, Mario Spiesde. Immer gut. Immer gut. Yeah, der Thomas folgt mir auf Instagram. Hab's gerade gesehen hier. Hallo Thomas. Grüß dich. Ja, bald ist auch schon E3, ne? In einem Monat ungefähr. Freu mich. E3 Reaction Stream, Leute, ne? Nintendo E3, ne? Animal Crossing werden die da zeigen. In einem Monat auf der E3. Luigi's Mansion 3 werden sie zeigen. Das wird super. Werden wir natürlich streamen. Genauso wie viel Mario Maker 2. Guten Morgen, hallo Pokémaster, grüß dich. Hab jetzt Discord, nice. Genau, Leute. Mein Discord-Server-Link ist in der Beschreibung. Kommt da gerne drauf, um mit mir zu talken und zu schreiben und sonst was. Link in der Beschreibung. Genauso wie der Link zu Twitter und Instagram. Nein, wisst Bescheid. Muss warten, immer noch. Nee, jetzt, ne? Fabi LP erstmal. Hallo. Falls du nicht schon länger da bist, weiß ich gerade nicht. Pfeffer, hi. Hab morgen bis 16 Uhr Schule. Ich auch, aber dafür erst ab 10 Uhr, deswegen, das passt schon. Ist entspannt. Kann man mit leben. Alles optimal. Ja, super. Okay. Was meinst du mit okay? Okay. Ja, danke. Lern bitte fahren. Das sah gerade so aus, ob ich ihn gerade mit meinem Berühren getroffen habe. Aber nein, das war grüner Panzer. Sah aber lustig aus. Haha, ich habe nur von 8 bis 10 Jahren Lackaffe. 1 plus 1 gleich 2. Yes. 1 plus 1 gleich 2. Ja. Bin Profi. Mathe ist mein Ding. In der Grundschule. Lul. Jetzt nicht mehr. Bei weitem nicht. Jetzt ist alles belastend. Moin, hallo Kicksops. Ne, du hast einiges verpasst heute, mein Lieber. Bin um über 80 Euro reicher geworden heute. Danke an Eiergott. Und Kali. Haben wir natürlich auch nicht vergessen. Hast du das verpasst heute auf jeden Fall. So, siebter. Wieder mal optimal. Passt schon. Wunderbar. Ja, so geil. Ja, ich kann ja. Ja, cool, geil. Louis ist immer noch am Start, ey. Hallo, Julia. Und Nils, hallo. Arsch. Ey, Louis. Sei mal ein bisschen nett zu mir. Geht's doch nicht. Bis hier bei mir Mod, okay. Joa, hm. Blöd. Blöd. Okay. Zufällig. PU plus US gleich USPU. Genau. Genau. Bei mir werden manchmal, bei mir werden Nachrichten, die ich sende, manchmal angezeigt. Manchmal? Und manchmal nicht, oder wie? Okay. MK8D ist belastend. Es kann belastend sein, ja. Das stimmt. Da hast du recht. Let's go, bin in der Lobby, der blaue Mi mit der X-Cap, mit der Cap und der Sonnenbrille. Alles klar? Ja, läuft. Wir nehmen die Lobby ein. Gamertor, wo bleiben neue Theorien? Genau, Gamertor, bring mal wieder Videos. Weißt du, habe ich den schon abonniert, ne? Dann bringt der keinen neuen Content. Unverschämtheit. Gamertor, ich erwarte neuen Content, ne? Weißt Bescheid. Gamertor, gib mir Stoff. Gib mir das, was ich will. Ich will hier so ein Katja-Song, ey. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Weiß genau, was ich will. Und zwar neue Taub-Theorien. Hat sich fast gereimt, ne? Aber auch nur fast. Der beste Reimer bin leider noch nicht. Bin leider noch nicht Goethe. Das kommt noch. Alles zu seiner Zeit, Leute. Das wird. Das wird. Ja. Ideen los! Hab aber wieder was in Planung, also gespannt. Yeah, endlich neuer Content, Leute.
Gamertaut, mein Lieblings-YouTuber, Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Gamertaut, ich möchte ein Autogramm von dir. Bitte. Send es mir an meine Adresse. Ich wohne in der Pius Straße 35 in 5345-12 in Hamburg. Die Adresse gibt's natürlich nicht. Was würdest du lieber, Katze oder Hund? Gute Frage. Ich glaube, ich wäre lieber eine Katze. Ich hätte keine Lust, immer draußen aufs Klo zu gehen und zu warten, bis mein Chef, mein Besitzer, mich aufs Klo lässt draußen. Deswegen, als Katze bin ich ein bisschen selbstständiger. Deswegen, ja, ich habe Katze. Oh, was passiert hier schon wieder für eine Scheiße, ey? Schon wieder alles blöd hier. Alles belastend. Wie findest du Mäuschen? Du meinst allgemein Mäuse oder was? Oder irgendeine bestimmte Maus? Pius, lass mal Gamertones Song machen. Die Goethe-Sohn, ja, ich bin Goethe-Sohn. Hallo. Ich hier wohne in einem Haus mit einer Maus. Und diese Haus, diese Maus wohnt in meinem Haus. Ah? Ibims Gutes Sohn. Ah. Hallo alle zusammen. Hallo Anja. Grüß dich. Was würdest du lieber? Immer Fleisch oder immer Salat essen? Das sind so Fragen, die Mischung macht's, ne? Finde ich. Also ein ganzes Salat essen, vor allem jeden Tag, das wäre auch mal ein bisschen zu lame. Also ein bisschen so ein Würstchen oder so ist ja schon ganz nett. Oder auf Pizza irgendwie Salami oder sonst was. Also weder noch, also immer Fleisch jeden Tag, muss nicht sein. Ist auch nicht richtig. Aber jeden Tag nur Salat essen, das muss auch nicht sein. Also, die Mischung macht's. Der Pius ist ein sexy Mäuschen. Oh, nee, jetzt. Moin! Nen Boys, ah ja, D2, grüß dich. Bin auch in der Lobby, optimal. Wie lange spielst du noch? Mal gucken, ne? Wie spät haben wir es? Ja, also bis 21 Uhr machen wir Logger noch, das ist ja ganz klar. Die Idee ist ja hier ganz klar. New Super Bros. U Deluxe HD. Auf jeden Fall. So heißt das Spiel, auf jeden Fall. Das wäre die ultimative Edition, Leute. Mit Sonic als Secret Character. Weil Sega Geld brauchte. Das ist der Grund. Ja. Das ist der Grund. Hä? Mario Kart? Achso, habe ich das noch gar nicht geändert? Ups, Luca, hallo erstmal. Grüß dich. Habe ich nicht mehr. Oh, ich bin so depp, ne? Wir haben vorhin ein bisschen Odyssey gespielt, mein lieber Luca. Guten Tag erstmal hier. Ich hab die Wasser schon vorhin schon mal da, ne? Aber wir haben ein bisschen verkackt. Ich hab verkackt. Und das war mal wieder im Forstland. Werde ich jemals weiterkommen als das Forstland? Wir sehen tata Werbung. Oh. Schon wieder im Forstland verreckt. Das ist unfassbar. Und deswegen haben wir dann ein bisschen auf Mario Kart Deluxe geswitcht. Und das spielen wir jetzt gerade. Ja. Definitiv. Ich sollte vielleicht mal den Titel ändern. Mach ich nach dem Rennen mal. Da ändert den Titel, weil das ist ein Clickbait, ne? Clickbait, Pius! Ist der aber nötig. Voll Clickbait hier alles. Voll der Saftladen. Ich nehm's nicht persönlich, bitte. Ich mach das nicht so. Ah, das wird gut. Ich hab aber so viel Scheiße heute wieder. Das ist... Eieiei. Hallo, Fabio! Oh, das ist ein Pilz. Kannst du wieder was nehmen, Audi, ihr Taudi? Der Taudi, der spürt's heute wieder richtig. So, du Brite, willst raus aus der EU, ne? Mein Lieber, deswegen kriegst du jetzt einen Red Shell, Green Shell. Oder auch nicht. Wenn jemand aus der EU raus will, ne, dann krieg ich von mir ein paar Panzer ab. Komm her, mein Lieber. Nobby. Kommst du her zu mir? Nobby. Okay, der Schweizer ist schon mal weg. Wunderbar. Wo ist denn jetzt hin? Wo ist der EU-Verlasser? Der muss anscheinend schon mal los. Ah ja, verstehe. Ja. Bin der Discord. Nice.
Da bist du richtig. Discord-Link in der Beschreibung, Leute. So. Buhu, bringt mir nichts. Leider. Oh doch, der ist schon. Nice. Ja gut, fünfter. Immerhin. Wie geht's, Pius? Mir geht's gut. Und dir? Kann er ja nicht mitspielen. Kein Problem. Das, dabei sein zählt's ja auch, ne? Werfe auch jeden Tag mit Panzern. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen hier auf die Briten ein bisschen sagen, wer hier der Chef im Haus ist. Ne? Das sind auf jeden Fall wir. So. Ich hätte immer neunter. Ah, bist ja fast wie ich, ne? Schönen Dank. Das sehe ich auch so. So, erstmal ein bisschen Apfelschorle trinken, Leute. Ho! Nimmst du eine Troll-Stage? Was hab ich gerade gesagt? Troll? Das klang gerade ein bisschen komisch. Wieso nicht beim Trinken reden? Ist nicht gut. Nicht gute Pius. Der Bob ist auch am Start. Bob, der Baumeister. Komm, wir schaffen das. Habt ihr schon mal Bob, der Baumeister gesehen? Also damals wahrscheinlich schon, ne? Ja. Aber heute ist der Bob, der Baumeister, der sieht komplett anders aus. Ich hab das vor ein paar Monaten gesehen, oder so ein Bild. Der sieht komplett anders aus. Wir haben die komplett redesigned. Da muss ich erstmal los, wo ich das gesehen habe. Bob der Baumeister, ne, das war schon, ja, yeah, das war schon, ja, yeah, ja. Yeah. Aber allgemein war ich ja so der Kika-Zuschauer, ja. Was habt ihr geguckt? Nickelodeon, Kika oder Super RTL? Schreibt im Chat. Ich habe größtenteils Kika geguckt, aber auch natürlich ein bisschen Nickelodeon, ne, oder Nick. Vor allem da SpongeBob und, was habe ich denn noch gesehen? iCarly habe ich dann wohl ein bisschen älter war gesehen. Und dieses Cosmo und Wanda. Da musste ich mal los, danach. Da war ich wieder sowas von auf ADS danach und dann war das wieder optimal. Nickelodeon hatte eh immer so Serien, so aufgedrehte Serien, damit die Kinder komplett abgehen hinterher. Ja, das war immer optimal. Super RTL habe ich kaum gesehen, ich weiß nicht. Da kann ich halt... Pius! Profi. Bei Super RTL kann ich sowas wie Bob der Baumeister... Ich glaube bei denen war... Nee. Ja, das war's dann auch wieder, ne? Und Upsi Pancho. Das kann ich da auch, das war's dann auch wieder. Das war's dann wieder komplett hier. Viva! Ah, das... Okay, Viva. Das war ein Kindersender? Ah ja, Super RTL, ah ja. Da muss ich los. Ja, die Runde war natürlich wieder ein bisschen für die Katz. Ich hab's damals nie geschaut, nur einmal ein Spiel dazu gezockt. Durfte früher nur Kicker schauen, immer heimlich früher aufgestanden und Super RTL Nickelodeon. Kicker hatte aber auch coole Serien, also ein paar zumindest. Kennt ihr Schloss Einstein? Das gucke ich tatsächlich immer heute ab und zu noch. Also, da gibt es eine neue Staffel jetzt. Das ziehe ich mir immer noch rein, ja? Das war's aber wieder. Was ich bei Kika mochte, war Schloss Einstein. Allein gegen die Zeit, das war auch so eine Kriminal... Was heißt Kriminal? Das war so eine... Die wurde voll krass gefeiert damals. 2010 oder so war das. Allein gegen die Zeit, was gibt's denn noch? Dieses Bernd das Brot, ne? Das war auch optimal. Und da gab es dann immer so um 19 Uhr diese Mühle. Ja, oder was heißt das? Gute, ja, keine Ahnung, so eine Frau, die dann in so einem Baumgarten hockt, abends, dann immer irgendwelche Sandmännchen da macht. Also, die werden ja gezeigt und so zwischendurch. Dann kommt da immer so ein Stern angeflogen. Da hängt dann immer so ein Bild dran. Von irgendeinem Kiddy gemalt. Das erinnert mich voll an Bibi. Weil der blendet ja jetzt in seinen Let's Plays immer diese Fanmates, Fanarts ein, so heißt das. Und das erinnert mich voll an diese Kika-Sendung. In den Bildern aussehen von den Zuschauern. Habe ich sofort reingedacht. Pius MK8 Pro. Ja, auf jeden Fall. Das war optimal. Die beste Serie ist Dragon Ball. Ja, nee, damit kann ich wirklich gar nicht. Kann ich nicht viel mit anfangen, nee. Du vielleicht schon. Kann man auch machen. Aber ich habe damit nicht viel zu tun gehabt. Damals immer 1925 pur plus. Oder Wissen macht. Ja, Wissen macht. Ah, das kann ich. Ja, Wissen macht. Ah, ja.
Da habe ich dann immer Abend gegessen, gerade in dem Moment. Habe dann mal den Fernseher gehabt und so. Danach gab es ein Logo, genau, der Nils weiß es. Logo war eine ganz gute Sendung. Also das ist halt so eine Nachrichtensendung für Kinder gewesen. Also die gibt es ja immer noch heute. Soweit ich zumindest weiß. Logo war immer ganz nett. Das könnten sich einige immer in der Klasse immer noch geben, weil, naja, einige sind da jetzt nicht so intelligent. Aber ich gebe in die ganz normalen Real-Sendungen. Also Tagesschau ist halt am Abend jetzt noch drin, ne? Was heißt jetzt noch? Jetzt drin. Aber auf YouTube meistens. Nicht im Fernsehen. Keine Zeit mehr. Ich streame selber. Hallo, guten Tag. Ah, heute Tagesschau, damals Logo. Und ich schaue heute immer noch deinen Song und ab und zu die Pfefferkörner. Aber auch nur für den Cringe. Ah, die Pfefferkörner. Die sind da in Hamburg gedreht. Das habe ich damals auch immer gefeiert. Weil ich kann halt immer die ganzen Locations und so. Weil wenn da so 6-jähriger Pius vom Fernseher sitzt und sich denkt so, Alter, voll geil, da läuft gerade eine Sendung, die in meiner Stadt gedreht wurde, an Orten, wo ich schon war. Das ist halt schon, das war für den Pius ein Gefühl. Unbeschreiblich. War cool. Der Pfefferkörner, das gucke ich heute zwar nicht mehr so wirklich, aber ja, das kann ich auch. Dein Song hat mich nie gejuckt. Ich gucke ja auch nicht mal DSDS und so jetzt im Erwachsenenfernsehen. Also diese Singerei hat mich noch nie gejuckt. Nicht so meins. Was haben wir da noch? Flucht des Falken, habe ich das schon erwähnt? Ja, Flucht des Falken war auch. Das war eine deutsche Serie, ne? Also Kika hatte einige gute Eigenproduktionen. Das ist Schloss Einstein, Pfefferkörner und Fuchs Falken. Da gibt es, glaube ich, 3 Staffeln oder so. Oder 4. Ich habe alle gesehen. Alter, wo die rauskam damals, hab das so gefeiert. Wie alt war ich da? Keine Ahnung. 2010 oder so kam das raus, da war ich dann 9 oder so. Ich hab das voll gefeiert. Fluch des Falken. Es gibt wenige deutsche Serien, die gut sind. Aber das war eine gute Serie, fand ich. Die war immer. Also da wurde sich im Drehbuch viel ausgedacht. Also nur ein gutes Story überlegt. Könnt ihr gerne mal auf YouTube eingeben, Flug des Falken oder so, da solltet ihr das finden. 3 Staffeln gibt es davon, das war optimal. Ja. Nils, du bist mein Mann, ne? Allein gegen die Zeit habe ich auch schon erwähnt, ne? Ja. Da fand ich vor allem die erste Staffel geil. Die zweite war auch noch gut. Weil, Nils, du bist mein Mann, ne? Ohne Witz. Da haben wir einfach dasselbe geguckt, ne? Legendär, war ich legendär. Ich finde die Serie heute noch gut. Finde ich heute noch gut. Ja. Also Kika hatte, das war immer so ein Ding. Bei Kika habe ich eher so diese Real-Life-Sachen geguckt, ne? Also was wie Schloss Einstein, Flucht des Falken und so, das habe ich bei Kika geguckt, die Real-Life-Sachen. Bei Nickelodeon immer so Zeichentrick. Also SpongeBob, Cosmo und Wanda, was gab's denn noch so? Ja, sowas halt, ne? Da hatte ich immer so ein ganz gutes TV-Angebot, ne? Also am einen sind die Real-Life-Sachen eher, weil diese Zeichentrick-Sachen bei Kika, die fand ich immer ein bisschen damals schon zu cringy irgendwie. Okay, Biene Maya, das war halt wirklich neu. Da war ich noch einiges jünger, aber selbst das habe ich mal geguckt. Aber die alte Serie, diese Zeichentrick noch, ne? Nicht diese animierte Gedöns von heute. Eieiei, Talkrunde hier heute. Pius, bei uns hat es gestern geschneit. Ja, läuft bei dir. Was würdest du dir für Splatoon 3 wünschen? Keine Map Rotation, sondern dass man die Map pro Runde wählen kann oder zufällig ist. Zu wünschen, ja. Raid Squid, moin, du alter Squid. Ich guck manchmal für den Künsch dieses Du bist kein Werwolf auf Kika. Ah, das, ne? Oh, Junge. Da kenne ich also eine Folge, da ging es darum, wie man einen Steifen. Oh mein Gott. Jetzt wird der Stream hier demonetisiert. Es tut mir leid, YouTube. Ich wollte das nicht. Da ging es darum, wie man den irgendwie verstecken kann oder sowas. Oh, das war schon. Ja, das war ein eigenes Level für sich, ey. Das ahnst du gar nicht. Da musste ich auf jeden Fall los. Oh je. Das erste Mal, als ich in Hamburg war, war ich mit meinem Vater bei der Premiere von der neuen Pfeffer. Keiner Staffel und hatte sogar ein Poster mit Autogramm von allen. War voll Fanboy-Tot. Oha.
So, auf sowas war ich nie. Ich kannte halt nur die Serie im Fernsehen. Hab immer voll abgefeiert, dass sie halt genau da ist, wo ich wohne. Also nicht direkt vor der Tür, ne? Aber in derselben Stadt und das ist halt die Hafen City gewesen da. Speicherstadt, ne? Und hab ich voll gefeiert. Oh, kannst du mal aufhören hier? Alte Oberzicke. Mit dir gerne schön ins Ziel. Oh, geil. Ja, lief okay. Ah ja, die Tricks sind voll nützlich. Ja, das war lustig. Das war lustig. Ich guck voll gern die alte Schlumpf-Serie. Läuft die im Fernsehen? Wir sind bei Super RTL, ne? Glaube ich. Schlumpf-Serie? Ich habe da nur die Filme gesehen. Kennt ihr die Schlumpf-Filme? Da gibt es, glaube ich, 2 oder so von. Einen davon haben wir vor kurzem in der Schule gesehen. Lul, den ersten. Die Schlumpf-Filme habe ich damals mit meiner Mutter geguckt. Meine Mutter ist voll der Schlumpf-Fan, Leute. Also, wenn ihr meine Mutter irgendwann auf der Straße seht, kauft ihr einen Schlumpf. Diese Schleichfiguren, ne? Oh, heute ist aber Werbung angesagt, ne? Uiuiui. Heute erwähne ich hier so viele Marken, das ist ja unfassbar. Kauft meiner Mutter eine Schlumpffigur, Leute. Spendet für meine Mutter. So, nächstes Video. Penis in der Klasse, Tutorial. Ah. Ja. Verhüten? Ja, ich müsste ihn mal verhüten, mein Kleinen. Was habe ich gerade gesagt? Schneiden wir raus. Ach Gott. Ach Gott. Guten Abend, Leute. Moin, Johnny Gaming. Alter! Eiergott! Haut der nochmal einen Zähne raus? Muss los. Du willst ja heute die 100 voll machen, oder? Junge, danke. Leute, was ist das? Was ist das hier? Was ist das hier? Ey, Junge, danke. Dankeschön. Was soll ich dazu sagen, ey? Ey, ist unfassbar, ne? Also damit haben wir heute nicht geredet. Das habe ich nicht erwartet. Eieiei. Uff, Erntod, sicher auch so. Uff. Das ist ja nicht der Anfang, Leute. Der hat heute schon hier 80 Euro dagelassen, ne? Unfassbar. Das ist doch nicht normal. Hey, Louis, heul doch. Geh doch zum Netto. Oh Gott. Geh doch zum Netto. Hm. Oh Mann, ey. Das ist halt lustig hier. Ich hab euch Spaß. Und, pff. Ja, moin. Läuft. Heute fließt er. Guckst du in den Chat? Heute fließt das Geld, ja, Mann. Eieieiei. Dankeschön. Ah, da, guck mal. Erst gibt er mir Geld und dann rammt er mich mit dem Stern weg. Dankeschön. Bruder. Dankeschön. So, komm, den überholen wir noch. Kannst du bitte, du blöder Affe, du stinkst hier 3 Kilometer im Wind. Geh mal duschen. Mit einem schönen Duschshampoo. Du, ja, das sind Brite. Tschüss. Der Pius füllt die Elbe heute Abend, Mann, und geht dann baden, ja. Die Elbe ist groß, mein Boy. Die Elbe ist groß. Die Elbe ist groß. Alter, Top 5 Kindheitsserien. Bitte, danke, PS. Deine Mutter kennt meinen großen Film schon. Ah ja, dein Junge, du bist 14, ey. Dein kleines Ding da, das will keiner sehen. So. Wird reingelegt. Womit? Nils, hab dich abonniert. Guck mal, da macht der Nils sogar Abos heute hier. Unfassbar. Nils, wo kommt deine Donation als Geschenk für dieses Abo. Wo kommt sie jetzt? Ich will sie sehen. So. Ach, guck mal, schon 21,4 hier. Ging ja schnell. Das Geld fließt so doll wie... Naja, du bist 12, ne? Wait, Squid, ne? Ja. Bald bekommst du eine 200 Euro Spende. Ne, never. Nee. Nee. Wenn du das machst, ne? Hinter mir ist die Tür, ne?
Wer ist der Erste, ne? Der über 100 Euro spenden würde, glaube ich. Oder? Germatoad? Hast du eine bessere Auskunft? Ich glaube nicht. Ah, dann muss ich aber los, ne? Dann muss ich aber los. Also, wenn du wüsstest, Pierce, was weiß ich denn? Was weiß ich denn? Und Rage Quit, ne? Hey, du erstmal wachsen, Kleiner. Dein Brody ist 12. Welcher Brody? Ich weiß nicht, was ihr wollt. Mano. Na, ja, 11. wie immer, ne? Versprochen, ah ja. Hab ich noch abonniert? Ich sag mal, Nils. Abos macht euch hier, ey. Von wegen Größe. Ah ja. Ah ja. Ah, 3 cm ist jetzt nicht so krass. Kann, geht mehr. Ich würde 1000 für welches Geld hätte, ja. Geh arbeiten. Geh doch zu Netto. Ach man. Kennt ihr diese Werbung? Geh doch zu Netto. Geh erstmal zu Penny. Lul. Erstmal zu Penny. Oder zu Real. Einmal hin. Alles drin. Bald nicht mehr, ne? Real ist ja aktuell in die Pleite oder so. Oder. Die sollen irgendwie verkauft werden, aber keiner will sie kaufen. Den Laden. Also die ganze Marke. Real halt, ne? Wahrscheinlich wird sie jetzt aufgelöst irgendwann. Und dann gibt es wieder viele Arbeitslose oder so. Ich gehe zu Lidl. Ah ja. Alter, hat ja nicht mal Werbung gemacht. Ja, das war. Siehst du? So viel bringt hier ein Mod-Rang, Leute. So viel bringt hier ein Mod-Rang. Das ist unfassbar. Werden Sie jetzt Mod für 45,99? Einmaliges Angebot. Schlagen Sie jetzt sofort zu. Ich habe heute ein Video gesehen bei Fire Golden. Da hat jemand in der USA einen Stream gemacht, wo er irgendwie alle 3 Minuten irgendwie gesagt hat, er verlost gleich was. Noch ein Like, Leute, dann verlose ich was. Und 5 Minuten später hat er gesagt, noch ein Like, dann verlose ich was. Und diese dummen Zuschauer da alles, so Minecraft-Kiddies, haben alle geglaubt immer die ganze Zeit und haben immer gesagt, ja, ja, gleich verlost, ja. Und dann hat er gar nichts gemacht. Und Leute, noch ein Like und dann verlose ich eine leere Apfelschorle. Noch ein Like. Noch ein Like. Ach man. Wer gibt jetzt ein Like, Leute? Schaffen wir 71 Likes. Schaffen wir 71 Likes. Komm, 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 komm. Ach man. Verlass dich drauf, Pius. Nächsten Monat vergiss das nicht. Oh Gott. Nächsten Monat, okay. Oder im Juli, ne? Da habe ich Geburtstag. 7.7. mein Lieber. 7.7. So. Geh doch zum Netto. Nicht auf Twitter. Hallo. 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 Ja, diese Kindergartenwerbung. Hä? Mama bezahlt bei Netto, aber 5,73 Abzocke. Ja, geh doch zu Netto. Wir sollten in Deutsch so ein Rollenspiel machen, in dem sich ein Ehepaar gestreitet hat. Lern du mal Deutsch. Das heißt gestritten hat. Und mein letzter Satz war, ja, dann geh doch zu Netto. Ja, siehst du? Du bist mein Mann. Also, no homo. An deinem Geburtstag verrate ich noch nicht. Oh, 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 oh. Jetzt geht's los. Ich will die Apfelschorle, dann geh ich zu Netto. Okay. Noch ein Like. Noch ein Like. Dann verlose ich die Apfelschorle. Liken sie jetzt. Och man. Ist das schön hier. Ich hab Spaß. Wer ist das da? Blau-Wall-Jet. Oder Jet. Das Blau-Wall-Jet. Ah ja. Grüß dich. Ja, sorry. Ja, nicht so deins. Naja, ich mag das schon. Gestreitet, Alter. Ich gestreite auch gleich. Heißt gestritten. Siehst du, Nils? Du hast wieder was gelernt heute. Du hast mehr gelernt als heute in der Schule. Meine Streams sind derartig lehrreich. Das ist unfassbar. Unfassbar. Hier lernt man so viel wie 5 Jahre in der Schule sein. Deswegen abonnieren Sie mich. No. Ja. Deutsch machen, wir erörtern. Ja, ich erörter auch gerne. Not. Gedichte analysieren, ne? Oh. Oh, oh. Ganz dünnes Eis. Ach,
Scheiße, ich. Nee, da nicht. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, Deutschland bald diese Woche. Nee, in 3 Wochen. Ja? Ja, 3 Wochen. Nächste Woche habe ich Ferien, Leute. Arme aus dem Fenster. Nächste Woche Ferien. Dann geht's ab, Leute. Dann machen wir jeden Abend ein Stream. Oder so. Mal gucken. Wenn ich euch noch ertragen kann, mal gucken. Oh, kein Item. Ich geh auch zum Netto. Ich hab besser Hunger. Also, ne? Wenn wir schon von Netto reden, ne? Der ist noch offen, ne? Ah, der Kühlschrank ist voll. Ja, super. 7. Hab es erst angefangen. Ah ja. Ah ja. So. Unter 20 Leuten könnte man bei dieser Gratisverlosung 25 Cent gewinnen. Besser als jedes Lotto. Ja, eben. Was für Ferien hast du denn? Das sind Mai-Ferien. So. Mal ein bisschen hier den Schiebschiebstrand. So, haben wir schon ein Like, Leute. Ganz wichtig. Oh, wir haben schon 2 Likes. Aber noch ein Like, Leute, dann verlose ich. Ich werde diesen ein Like nur schaffen. So, ich würde sagen, das ist jetzt hier die letzte Runde für heute. Ja, Mai-Ferien. Hast du schon richtig gehört? Pius ist schlecht, lol. Johnny LP. Sag mal, das geht doch gar nicht. Ich bin doch Profi. Ich bin Profi. So. Letzte Runde. Schaffen wir ein Like, Leute. Sonst kann ich leider nicht dieses Gewinnspiel machen. Oh, wir haben ein Dis. Willst du mich verarschen? Leute, ich bin gerade mit dieser Like-Anzeige gewesen. Hab gerade gesehen, wir haben ein Dislike weniger als vorhin. Also hatten wir ja 2. Jetzt hatten wir kurz eben 1. Ich wollte es gerade aussprechen. Kommt wieder ein 2er Dislike. Geil. Geil. Johnny, da stimmt das. Ich habe ja nicht mal die Titel geändert, ne? Oh, ich bin so dumm, ey. Ja. MK8 in Klammern Pius schaffst du eh nicht. Bester Titel. Lädst du den Stream hoch oder löscht du den wieder? Nee, der kommt online. Ich lösche gar keine Streams. Alle Streams sind auf nicht gelistet, soweit ich weiß. Und einige davon kommen auf öffentlich, die ich besonders gut fand. Der zählt dazu, den fand ich heute sehr amüsant. Deswegen kommt er auch online. Aber löschen tue ich gar nichts, also kein Stream von mir ist gelöscht. Außer der war halt wirklich Panne. Also wenn du so nach 30 Minuten irgendwie so der Stream abstürzt oder so und du nichts gemacht hast, dann kannst du noch einfach löschen. Aber wenn der Stream normal beendet ist, dann lösche ich da gar nichts. Ja. Alles für die Erinnerung. Mai-Ferien, Pfingstferien sind besser. Bayern, ah ja. Ja, Mai-Ferien, ich glaube, die heißen auch Pfingst, oder? Ja. Nee. Ich glaube, die heißen einfach Mai-Ferien. Ja, ich glaube schon. Oh, du Pflanze, geh weg. Oh, du Oberziege. Ah, das war Kilian. Du Oberziege, Kilian. Noch ein Like, Leute. Ja, genau. Ein Like. Dann verlose ich diese Affenschorlenflasche. Yeah. Aber ohne Witz. Guckt euch das bei Fire Golden nach dem Stream gerne mal an. Ne? Das war so lächerlich. Dieser eine Streamer da, den der da heute gezeigt hat. Ne, das war schon wieder Abschuss. Genau wie der Blitz gerade. Der war auch Abschuss. Views, spielst du auf PS4 oder Laptop? PC. Also, größtenteils auf der Switch, ne? Ich habe keine PlayStation. 4 zumindest nicht. Und, auf Laptop spiele ich auch nicht, da kann man nicht spielen. Also, Laptop ist nicht zum Spielen. PC habe ich, wo ich gerade streame hier. Da brauchst du auch einen PC, also brauchst schon einigermaßen, guten PC, sonst wäre es nichts. Und das haben wir. Ich. Und ja, Switch und PC, da spiele ich so ein bisschen und dann passt das schon. Noch 1 Million Likes, genau, Leute. Wer liked noch nicht, der hat noch nicht. Wer liked noch nicht, wer hat noch nicht. Alles klar. Ey! So, Leute. 8. Platz, ich bin so gut. Noch ein Like, nächster Like, noch einer, nächster Like. Noch einen schaffen wir. Noch ein Like und dann bekommt ihr die Apfelschorle. Genau. Bennett Hahn hat's richtig erfasst, Leute. Ja, bei uns in Hamburg heißen die Mai-Fan, siehst du? Siehst du? So, Leute, das war schön heute mit euch. Gute Nacht! So!
Bock mal Minecraft zu spielen? Im Stream jetzt denke ich nicht. Aber, ja, mal gucken. Black Tiger, hi Pius, ich dachte, du machst einen No Damage Run. Das haben wir gemacht, mein Lieber. Hat leider nicht funktioniert, also ich hab verloren, ne? Hab mich treffen lassen. Deutsch nennen, hallo, guten Tag. Und haben wissen wir auch gerade noch gespielt. Ja. Kommt gerade zum Ende hier. Hast du mal Undertale gezockt? Nee, tatsächlich nicht. Bitte nicht schlagen jetzt. Wir haben so viel gemeinsam heute. Wir haben so viel erfahren, dass wir so viel gemeinsam haben, ne? Ich sag nur unsere Kika-Kindheit, hallo. So, Leute. Jetzt nochmal einmal die Spenden nochmal durchgehen hier. Das war ja schon wieder krank heute hier, ne? So, fangen wir dann mal oben an hier, ne? Ja, wo fangen wir denn hier an, ey? So, wie fahren wir denn hier? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82, 84, 94 Euro, ich muss los. Ey. Oh. Mach mal sonst dir, aber alles klar. 94 Euro. Dafür, dass ich hier 2 Stunden stream. Ja, das ist ja hier mal wieder krass. Hallo, ich habe auch die Kika-Kindheit. Das ist ja gut. So, was ist ja, Leute? Damit habe ich heute nicht gerechnet. Bei weitem nicht. Das war schön. Von allen Seiten aus. Also, war gute Stimmung hier. Die Nations sind heute explodiert. Skilltechnisch lief es in Odyssey mal wieder nicht so gut. Aber hey, wir hatten trotzdem ein bisschen Spaß. Hab ich gern gemacht. Danke dir, ne? Kilian. Wow. Ja, Leute. Das war's für heute, ne? Ich wünsche noch einen schönen Montagabend. Wir sehen uns Mittwoch im Video. Ich bereite das ein bisschen vor gerade und Mittwoch kommt's. Diagnose Autismus, man kennt's. Mittwoch kommt das Video, also das nächste, ne? Und Freitag, ne? Abend. Bussimulator. Yeah. Das wird wieder so schön. Ich bin der beste Busfahrer, Leute. Freitag, Nachmittag, irgendwann. Bye und mach mir mal Mod, ey. Mod schreibt mal mit D. Genau. Mach auf der Gamescom ein Apfelschorn-Giveaway. Ja, genau. Oder noch ein Like. Schaffen wir den einen Like noch, Leute. Für die Apfelschorne. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Kommt gerne auf meinen Discord-Server, falls ihr noch mit mir schreiben wollt heute, Leute, ne? Link in der Beschreibung, könnt ihr euch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, schönen Abend, tschüss, ihr Ciao.